dead of a night that bled into dawn. Carry on with the heat of the night from the sun. It's a shame that you gave a boot on anesthesia. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Livestream. Einen wunderschönen guten Abend. Mensch, ihr wollt mich schon hier labern hören. Ihr könnt es wohl nicht abwarten. Oh, ihr wollt euch wirklich mein Gebrabbel heute mal wieder 3 Stunden antun. Ey, ihr seid ja aber auch wieder unterwegs, ey. Mein Gott. Ach ja, ich sehe schon wieder ganz viele altbekannte Gesichter. Das freut mich. Sein, Luna, Busfahrer, Jimmy, Vicky, Klaus, Stefan, Daniel LP, Itzi, Vicky, Emilio, dann Nightbot ist am Start, Seisenfan, Simon, Julian, Eindeutig Finger, Niklas und viele, viele weiteren. Kalle the Kid auch wieder am Start, sehr cool. Ja, nicht nur du bist am Start, auch ich bin am Start und ja, die Statistiken gehen schon wieder los. Mit wie viele Crashes wird es heute geben? Ich hoffe natürlich, alle Statistiken sind heute bei 0. Ich check mal kurz, ob die Technik am Start ist. Zigaretten. Perfekt, die Zigarette ist auch am Start. Scheint die Technik hier zu funktionieren. Das ist schon mal erfreulich. Gucken wir mal, ob auch in-game hier alles Paletti haben. So. Dein Gebrabbel mehr oder weniger gewollt. Pass bloß auf, Chefmoderator. wir werden sehen, wer den längeren Atem hat. So. Ihr habt den sympathischsten aller Disponenten. Ja, das ist richtig. Oh, ich sehe heute leider ist hier so ein komisches Flackern am Start. Ich hoffe, es ist nicht zu sehr beeinträchtigend. Aber wir werden sehen. Was heißt jetzt erstmal, dass ein YouTuber dich nennt und begrüßt? Ich begrüße eigentlich so ziemlich jeden. Oh, schicker Wagen. Schick, schick. Oh, aber der Lackierer hat da ein bisschen zu viel Farbpigmente fallen gelassen. Ei, ei, ei. Ich wurde hierzu gezwungen. Hä? Von wegen. Absolut rein gar nicht. 3 Crashes, 6 Unfälle, 1 Tod, 20 Blitzer. 2 Unfälle, 0 Tode, 10 Crashes. Die Statistik wird mal wieder hier interessant. So. Wir gucken mal, wie viele Leute hier im Dienst sind. Was? Nur 4? Was? Oha, nicht mal 20? Ihr habt keinen Ton, wie ihr habt keinen Ton. Hört ihr nicht den Ingame-Sound? Okay, dann gucke ich mal. Ich melde mich mal kurz an. Auf den Wagen. Aber ihr müsst mich doch hören können, oder? Also ihr hört mich doch, oder? Linus Bruno, Linus Bruno, okay. Ja, ihr hört mich, das ist doch gut. Immerhin etwas. Was denn mit Feuerwehr? Ja, Feuerwehr kommt auch nochmal die Tage. Ton läuft, perfekt. Solange Bild und Ton da ist, bin ich zufrieden. Oh. Olli Kaiser ist auf dem 2., der ist am Einsatz, okay. Ich brauche dich für einen Einsatz. Das ist doch gut zu hören. Ich habe jetzt den 3er, okay. Unterbesetzt im Rettungsdienst. Ach.
Klaus, wenn du mich nicht hörst, dann versuch mal Taste M auf deinem PC zu drücken oder mal in deinem auf dem Handy dann mal da die Soundeinstellung. Ei, 13 Watt für ein Stuff, was? Ja, Junge. Wenn das immer so abgehen hier würde, meine Güte. Hä? Anschnallen? Anschnallen ist was für Anfänger. Wie schnallt man sich an? Hä? Nee, falsche Taste. Ich knall doch eh gleich hier irgendwo gegen. Nein, auch nicht falsches Fenster. Ach komm! Wer braucht schon Anschnallzeichen? So! Was haben wir schon wieder hier für ein komisches Fahrmanöver hier? Simon Wenger, herzlich willkommen im Rang Feuerwehrmann. Vielen lieben Dank. Oh, hier ist schon der erste Unfall. Aber da müssen wir leider nicht hin. Oder was heißt leider? Glücklicherweise nicht hin. Wir fahren direkt weiter. Ja, das ist nicht mein Unfall tatsächlich. Muss man nachher unauffällig herausfinden, wie man sich anschnallt. Guck mal, Einstellung. Was für Einstellung meinst du denn? Oh, die Grafik. Mh, herrlich. Am besten immer anschnallen. Ja, das ist richtig. Da würde ich auch allen von raten, tatsächlich. Aber ich glaube, aktuell... Ah, Rettungsgasse. Gutes Stichwort. Rettungsgasse, meine Leute. Weiterfahren. Einfach weiterfahren. Wenn es geht, auch Platz machen. Egal, wir fahren weiter. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. So, anschnallen brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Auch egal. Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Bester Spruch aller Zeiten. So. Da haben wir schon unseren ersten Patienten. Das ist immer wieder schneller als gedacht, aber hey. Guten Tag. Hat anscheinend nichts gegessen oder nicht? Was getrunken ist, hat geklappt. Nichts reagiert gegessen, nichts getrunken? Ja, denke ich mal, keine Ahnung, er reagiert aber noch, ist ansprechbar. Okay. Hat Puls, hat Blutdruck. Alles klar. Können irgendwie mal den Verkehr ein bisschen beruhigen? Mach mal. Guten Tag, Thorsten Wolf, mein Name vom Rettungsdienst. Können Sie mich hören? Ah, moin, Thorsten. Was geht, was geht? Was geht? Ich frag, was geht bei Ihnen? Also, geht ja gerade gar nichts, wenn ich schon hier bin. Was denn passiert? Mir ist schwindelig, ich bin hier nur verschwommen. Verschwommen. Genug getrunken und gegessen heute? Ja. Okay, ich messe einmal kurz den Blutdruck. Können Sie sich an alles erinnern, was passiert ist? Ja, ich war im Krankenhaus. Ich wusste nicht, wo ich bin. Ja, dann wurde ich überfallen. Überfallen? Dann, ja. Okay. Sind Sie verletzt worden vom Überfall? Oder allgemein? Haben Sie Schmerzen irgendwo? Nur noch ein bisschen. Ich wurde keine Ahnung, vor welcher Zeit angefahren. Deswegen war ich wahrscheinlich auch im Krankenhaus. Wo haben Sie sich denn verletzt? Können Sie das denn noch? Wissen Sie das? Überall. Überall, okay. Dann gucke ich mal kurz, was ich am Körper so finde. Wenn ich in den Bauchraum drücke, tut Ihnen das weh oder an den Schultern? Verbunden worden sein von Ihren Kollegen. Okay. Was für ein Tag haben wir heute? Können Sie sich daran erinnern? Da haben mich meine Kollegen dann mitgenommen. Alle ich und John? Schwindlig.
Ja, okay. Und bekommst du gerade gut Luft? Ist das in Ordnung soweit? Geht so. Geht so, alles klar. Dann kriegen sie einmal eine Nasenbrille von mir. Nicht erschrecken, ist nur ein bisschen Sauerstoff. Dann sollte ihnen es gleich ein bisschen besser gehen. Ich bin das gewohnt. Sauerstoff sind sie schon gewohnt, okay. Ich bin doch ein Notfall-Sani. Das kann ich ja nicht wissen. Ich bin mit ihnen schon ein paar RTW-Schichten gefahren. Ei, ei, ei. So schnell kann man abdriften und zum Patienten werden. Kommst mal mit dem ADAC. Ei, ei, ei. Verstehe. Brauchst du irgendwie Hilfe oder was? Nee, das sieht soweit ganz gut aus tatsächlich. Okay, perfekt. Kannst du dich bewegen und aufstehen oder ist das schwierig gerade? Weil wir haben Rettungssanitäter, Notärzte vor Ort. Ich kann es gerne mal probieren. Weil wenn es dir soweit ganz gut geht, dann musst du eigentlich ins Krankenhaus. Immer noch schwindelig? Ja, ein bisschen, immer noch. Ja, wenn immer noch schwindelig ist, dann fahren wir lieber ins Krankenhaus einmal abchecken. Muss das sein? Ich bist du gleich wieder da? Kann dich auch hier lassen, so ist nicht. Dann muss man das einmal quittieren und dann bin ich in 20 Minuten wieder hier. Komm, dann fahren wir jetzt einfach ins Krankenhaus. Dann mache ich mal kurz die Trage fertig und dann bin ich sofort wieder bei dir. Erster Patient verweigert. Schon bin ich so schlimm? Mein Gott. Aber dann würde ich auf... Ja, also man kann präklinisch halt schwierig was feststellen, finde ich. Wenn er nichts gegessen, nichts getrunken hat. Soweit stabil vom Kreislauf ist er auf jeden Fall schon mal. Aber man weiß ja nie, ne? So, dann darfst du einmal umsteigen auf 3. 1, 2 und 3, genau. Dann, glücklicherweise das Krankenhaus nicht weit, dann kann vielleicht einer der Kollegen dich nachher abholen. Naja, ich gebe den ADAC jetzt hier Bescheid. Alles vorne. Klar. Dann sag ich mal, bis irgendwann mal wieder. Bis dann, eine gute Besserung hier. So, sobald sich was ändert, gerne Bescheid geben. Warum sind sie denn auch alleine auf dem RTW? Weil ich seit 2 Minuten erst im Dienst bin und kein Kollege frei war. Okay. Welcher RTW sind sie denn? Der 3er. Ja, cool. Der 51-83-3 einmal aufgenommen. Patientzustand nach AZ-Verschlechterung. Auf dem Weg ins Klinikum ohne Sonderrechte, Eintreffzeit 5 Minuten. Dies hat die Leitstelle somit. Sie werden vorangemeldet. Leitstelle Ende. So, müsst ihr nicht immer mit Sonderrechten die Notaufnahme knallen, bis hinten rein in Apothekenschrank, deswegen fahren wir ein bisschen langsamer. Also, ist ja nicht dringend, ne? AZ-Verschlechterung, das ist... Hat fahren wir mit Pizzabrötchen in der Hand. Ganz entspannt hier. Aber mich nervt tatsächlich das Anschnallen. Da muss ich mir gleich mal angucken. Dass ich da mal was passiert. Richtig andrücke und so. Ja, muss mal den schauen. Den ehemaligen Arbeitskollegen haben sie ja die Telefonnummer nicht. Ah, ich glaube nicht. Ich bin nicht ganz sicher tatsächlich. Weil mir wurde das Handy abgezogen, mein Funkgerät, und da waren die alten Telefonnummern noch mit drin. Ey, auch das noch. Von alten Arbeitskollegen. Das ist scheiße. So. Dann gucken wir, ob das Krankenhaus besetzt ist und dann... Ist das die Akku besetzt? Das weiß ich nicht. Ich bin erst seit ein paar Minuten hier. Vorhin war noch Station 15.
Dann machen wir heute mal statt so ein 14 oder 16 draus. Ja, da machen wir mal 13. 13, ne? 15 wird langsam langweilig. Dann machen wir 11,5. Dann darfst du mal umsteigen. 1, 2, 3, genau. So, dann wünsche ich dir schon mal gute Besserung. Ich sag den Kollegen Bescheid. Schwester Arabiata wird sich dann um sie kümmern. Oh nee, bitte nicht mit Schwester Arabiata. Nee. Bitte nicht Schwester Arabiata, Schwester Arabiata. Okay. Das ist eine italienische Pizza. Die ist sehr empfehlenswert. Eine italienische Pizza als Schwester. Ich mach mir langsam Sorgen. Um mich? Nee, ich würde sagen um... Um die Patienten würde ich mir Sorgen machen. Viel mehr. Aber bestimmt behandelt mich hier Pizza besser als Schwester Arabiata. Das auf jeden Fall. Die behandelt ja Patienten und Sanis wie Dreck. Ach, glaube ich nicht. Na doch, ich habe oft genug mit Schwester Arabiata zusammengearbeitet müssen. Das ist ja gut. Dann gute Besserung und genug Essen und Trinken. Ja, ruhige Schicht Ihnen noch. Jo, danke, gleichfalls. Man begegnet sich immer zusammen im Leben. So. Ei, da ist ja schon die Tür. Nach. Vielleicht nicht alles auf einmal machen. So nämlich. Boah, vor der Schule stand heute ein KTW. Ach, ey. Mir fällt gerade auf, ich habe den Wagen nicht mal gecheckt, einfach so angefangen und ausgeparkt. Deswegen machen wir den Check mal hier kurz am Krankenhaus. Heißt der mal, Desinfektion ist... Okay. Ja, desinfizieren mich doch alleine! Alkoholintox. Wir kommen der Sache näher. Alkoholintox. Aha. Ich bin auch so ein Alkoholintox, aber gut. Andere Sache. Ja, ist die Frage. Vor dem Dienst hatte ich schon 0,3 Promille oder danach? Oder währenddessen? So, erstmal. Wir werden angerufen. Ja, hier die Leitstelle Nord. Ja, servus, was kann ich tun? Ja, es handelt sich um einen ganz besonderen Patienten, und zwar dem Herr Jensen. Bitte gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor. Ich gehe immer vorsichtig mit dem Patienten um. Ja, Mann. Gibt es genauere Informationen zum Einsatz, außer Alkohol? Ja, der Herr Jensen rief mich vorhin an, dass er gestürzt sei in seinem Haus, circa ein Meter tief. Und da klang er noch ganz normal, aber ihn gerade rief er nochmal an und fragte, wo sein Taxi blieb. Und da klang er, als ob er etwa zu viel über den Durst getrunken hat. Okay, ich schau mir das mal gleich an. Jo. Ich melde mich, wenn ich da bin. Jo. Tschö. Platz dem Landvogt. Kein Bier vor vier. Ha! So sieht's auch aus. Ah komm, wir wollen mal von rechts. So nämlich. Ach, anschnallen. Tja, überbewertet. Im Rettungsdienst fährt man... Ja, ich weiß, aber ich, mit B sagst du. Wir gucken mal. Ah, guck mal an. Ja, Mr. Graham, verstehe. Im Rettungsdienst fährt man immer wie beim Pizzaservice. Im Rettungsdienst heißt es ja, im RTW wird nicht gestorben. Beim Pizzalieferanten heißt es, Achtung, heiß und fettig. Oder, es muss noch, die Ware muss warm ankommen. Gleiches Prinzip beim Rettungsdienst. Die Ware darf nicht kalt werden, bevor man da ist. Das heißt, entweder erst beim Rettungsdienst arbeiten und nach als Pizzalieferant
Oder erst als Pizzalieferant und nachher kriegst du ein Blaulicht drauf, dann bist du noch schneller. Boah, der hat aber ein Anwesen hier. Eieieiei. Also, ein Arzt muss man sein. Ja, Junge, 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 Junge. Guten Tag, wie kann ich helfen? Jo, also der Patient dort hinten um die Ecke, der ist etwas runtergefallen und ich glaube, der hat auch etwas zu viel getrunken inzwischen. Okay. Es ist, ja. Schau ich mir mal an, alles klar. Es ist am besten. Oh, er lacht schon selber, dann uiuiuiui. Dann wird's auf jeden Fall witzig. Akkuwack. Ah, Alkohol muss man auf jeden Fall mal hier absaugen. Weißt du was, ich nehme die Trage auch schon direkt mit, weil der Weg ist mir sonst zu weit tatsächlich. Rettungsdienst ist Gerätekammer ausräumen und direkt hinlatschen mit allem, was man hat. So ist das immer. So, Treppe runter, dann rechts. Ah, okay, ich sehe nee, schon. Da unten direkt, ja. Okay. Ist irgendwas vorgefallen, eine Fete oder was? Oder einfach nur so ein bisschen... Ich weiß es nicht, der ist ja runtergefallen und dann hat er anscheinend etwas Alkohol in der Ecke gefunden und da... Unter der Treppe oder was? Ja, anscheinend schon. Ach Gott, okay. Dann guck ich mal. Ui, Schwummelung. Wen haben wir denn hier? Einen goldenen Engel. Ui. Guten Tag, der Rettungsdienst. Willst du mir sagen, warum ich hier bin? Ich bin von da oben gefallen. Ein ganz schönes Stückchen. Okay. Oh, sie sehen aber heute hübsch aus. Ach, ich sehe immer so aus. Ja. Können Sie sich an alles erinnern? Ja, auf jeden Fall. Ich habe nur ein bisschen getrunken. Zu viel getrunken? Was haben Sie denn Leckeres getrunken? So ein paar Bier waren schon drin und so ein paar Klopfer und Bacardi und Maracuja. Oh, das war schon ein gutes Zeug, wo ich mir reingeschüttet habe. Mhm, okay. Haben Sie sich verletzt? Mir tut mein ganzer Arm weh. Ich glaube, er ist ganz schön taub und ich spüre nichts mehr in dem linken Arm. Okay, ich gucke mir das mal kurz an. Ich drücke mal am Kopf. Tut das da weh? Ja, brutal tut es weh. Das pollert so richtig rein, Diggi. Pollert so richtig, verstehe. Das heißt, Sie bekommen auf jeden Fall ab morgen auch noch ein Haustier dazu und zwar einen netten Kater. Da hinten ist schon mein Kater da. Ja, der ist schon direkt bei Ihnen tatsächlich. Oh, der rechte Bein hat auch was abbekommen. Tut das da weh, wenn ich da reindrücke, oder? Na, das geht noch. Okay. Scheint auf jeden Fall zu bluten. Ich bin das mal direkt ab. Mein Freund hat vorhin auch erste Hilfe geleistet, frage ich ihn. Er ist mit zum ersten Hilfekoffer gekommen, hat mich probiert zu verbinden. Hat aber nicht gut geklappt. Ich bin wieder abgegangen. Ei. Sag mal so, es hat geklappt, bis du hier runtergesprungen bist. So, nicht erschrecken, ich geh mal kurz an den Kopf. Da sehe ich, wenn man da Platz wohnt, die mache ich mal gerade ein bisschen sauber und verbinde die mal direkt. Auf dem einen Auge werden es nichts mehr sehen, aber... Ei, scheißegal. Genau, dafür drehen sich die Vögelchen direkt in die andere Richtung, ne? Ja. Genau. Die goldenen Sterne. Ui, So sollen die Sterne doch sein. Ich lege mal direkt einen Zugang. Dann sollte die alkoholische Wirkung gleich mal besser werden. Besser. Ja, ich brauche einen Stiffnick. Glauben Sie das? Glauben Sie richtig? Ja. Machen wir auch gleich. Und Vakuum hat auch noch. Ich will so richtig reingehen. Ah, Sie möchten das Wohlfühlprogramm haben, verstehe. Ich hab gehört, das ist eine geile Massage. Wir haben hier eins nach dem anderen. Vielleicht kennen Sie das aus dem Rettungsdienst, aus irgendwelchen Serien. So nennt sich das X-ABCDE-Schema und aktuell bin ich beim X mit starken Blutungen. Deswegen bringt ja gar nichts, wenn ich Sie
in eine Vakuummatratze einhülle und sie verbluten werden drin, dann komme ich mich gar nicht mehr dran an Patienten. Nash, deswegen erstmal das eine, bevor wir das andere Problem uns schaffen. Bekommen Sie denn noch gerade gut Luft? Ja, auf jeden Fall super. Alles klar. Ich bin aber gerade ziemlich müde, muss ich sagen. Ja, versuchen Sie mal trotzdem wach zu bleiben, tatsächlich. Ich glaube, Alkohol geht knapp ein bisschen. Ja. Hat Alkohol meist so an sich? Na. Hier wird nicht geschlafen. Werden Sie mal wieder wach hier, junger Mann. Geht ja mal so gar nicht. Uiuiuiui, das war ein Kurzschlaf. Ja, kann ich bestätigen. Das müsste wieder bei Ihnen sein, oder? Das sehe ich immer fehlen. So, jetzt habe ich sie auf jeden Fall erstmal oberflächlich hier untersucht. Kopf ist versorgt, linker Arm ist versorgt, das sieht auf jeden Fall gebrochen aus und das Bein hat auch was abbekommen. Oh, scheiße. Ja, zweimal überlegen, mit einer Flasche Alkohol und Treppe runtergehen, ist auf jeden Fall blöde Mischung. Ach, das ist schon hin, oder wenn nicht, hilft Ihnen der Hamster da hinten. Was für ein Hamster? Der da. Das ist ein Hamster? Mein Hamster, mein Haushamster. Haushamster, ah, okay. Ich gebe ihm mal direkt einen Stiffneck rum. Yes, mit so schönen Neck um meinen Hals, sorry. Ja, den Blutdruck machen wir am besten auch mal. Auch wenn sie zwar noch zwischendurch ansprechbar sind, würde ich mal gucken, dass der im Normbereich ist. Ja, auf jeden Fall. So, was sagt er denn? Ah, 97 zu 64. Haben Sie Glück, Puls ist noch da. Ah, dann sterbe ich heute nicht. Oh, shit. Nee, noch nicht. Wenn wir gleich im RTW sind, wird zur Wache fahren. Im Krankenhaus, dann vielleicht. Wollen Sie meinen Hamster zu Weihnachten schenken? Ein? Nee. Ich schenke Ihnen gleich einen Kater im Krankenhaus. Ein Kater auch noch? Hui. Ja. Oh, shit. So, ich leuchte Ihnen mal kurz in die Augen rein. Ja. Bitte dem Licht einmal von links nach rechts folgen. Ui, einmal nach links, einmal nach rechts. Ja, okay, die Augen sind verzögert auf jeden Fall. Ach was, das geht schon. Der Alkohol ist. Ach, das macht gar nichts. Sagen Sie mal, haben Sie noch irgendwelche anderen Substanzen zu sich genommen? Nee, tatsächlich nicht. Also, dann wirklich nur so 3, 4, 5, 6 Bier. 3, 4, 5, 6. Aha, okay. Ja, weil die Pupillen sind leider stecknadelgroß, sind sehr geweitet. Das spricht auf jeden Fall für Opiate tatsächlich. Wissen Sie? Ja, weiß ich. Ich habe Problem, wenn ich Alkohol trinke, dann werden meine Augen eh immer groß. Es ist egal, ob ich jetzt Drogen oder nur Alkohol oder mit beiden nehme, es ist egal. Wissen Sie, ich kann mir keine Drogen erlauben. Ich bin der Leitstellenchef, ich darf das nicht. Ich hoffe, wir sind auch gerade nicht im Dienst oder so. Nee, ich bin außer Dienst. Ich muss aufpassen, weil hier sind ganz böse Leute. Die wollen mein Haus kidnappen. Das Haus kidnappen? Mhm, okay. Ja, was für einen Tag haben wir überhaupt? Das habe ich auch noch nicht gefragt. Es müsste Februar sein. Ja, das kommt schon mal hin, so ganz gut. Der 24. Ja, okay. Heute in welcher Stadt sind wir denn gerade? Wir sind in der Stadt Flensburg. Ja, gut. Meine Leitstelle heißt Leitstelle Nord. Ja, gut, dass Sie auch Ihren Arbeitsplatz kennen. Ja, und ich sitze immer in meinem Büro. Hätte ja gesagt, was wird denn da der Chef sagen, wenn er Ihren Zustand sieht, aber da haben Sie heute mal Glück gehabt. Ach was, ich bin ja selbst der Chef. Die anderen, die sind nicht da. Ja, ist die Frage, warum? Unterm Tisch gesoffen, finde ich die im Nachbarraum oder im Pool versenkt oder... Nein, die wollen sollen die Klippe runterspringen. Wann haben Sie das letzte Mal was Vernünftiges gegessen und getrunken? Fangen wir damit mal an. Das war kurz bevor ich in den Pool gegangen bin. Es war vor, lass mich auf die Uhr schauen, vor so 20 Minuten. Okay. Soweit. Fast räumlich orientiert, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die Schmerzen an den
am linken Arm und am rechten Bein sind jetzt besser geworden oder sind die immer noch ein bisschen... Ja, die sind schon wieder gut und bei mir wackelt's auch nicht mehr so, muss ich Ihnen sagen. Bin ich Ihnen ehrlich. Wie viele Vögelchen sehen Sie nochmal? Aktuell gar keins, außer den da hinten. Also das ist ja immer, das ist der Hamster und der Vogel. Vogel? Ich sehe nur einen Kaktus. Na, es könnte auch ein Kaktus sein oder eine Zigarette. Zigarette? Ja. Ja, der passt gut. Zigarette passt machen wir später. Zigarette. Ja. Machen wir im Anschluss. Erstmal gehen wir hier unser Schema durch. Recap ist auch unter 2. Super. Da, damit sie jetzt nicht so lange hier kalt auf dem Teppich rumliegen. Und Marmorboden. Gib mir mal eine Tasche runter. Genau, ist das Blaulicht-Taxi mal da? Ich hol die Trage runter und dann geht's auf 3 einmal drauf und dann geht's einmal warm in eine Bude zur Kontrolle und Übernachtung. Einmal yes. All-Inclusive-Programm. Ja, ich darf zur hübschen Ärztin. Ui. Ob die da ist, weiß ich nicht. Aktuell ist Schwester Arabiata am Start und die ist, abgesehen von ihren italienischen Sprachkünsten, ziemlich rabiat unterwegs tatsächlich. Und die Schwester Ute oder Magdalena? Oh, das weiß ich nicht, ob die da ist. Ah, oh, bestimmt. Holen Sie die Trage, ich will sofort ins Krankenhaus. Na, das sind nicht mal motivierten Patienten hier. Yes! Wenn doch alle so wären. Ja, der will mir mein Notarzt klauen. Eine Bitte hätte ich noch. Eine Bitte, mhm. Wir müssen noch an meinem Auto vorbei. Na, darüber kann man noch mal reden. Es steht in meiner... Ich muss den Schlüssel noch meinem Kaktus übergeben. Dem Kaktus übergeben? Jetzt zweifle ich wirklich an Ihren geistigen Fähigkeiten. Er ist drüber gestiegen. Sehen Sie, ich bin fit in den Knochen. Ja, apropos Knochen, da würde ich mal direkt mal EKG bzw. Ach genau, EKG. Nee, MRT und ein CT nachher im Krankenhaus vorschlagen. Pack sie nochmal direkt mit einer Vakuummatratze ein. Jetzt können sie sich nicht mehr bewegen. Oh, schade. Ja. Vorhin waren sie noch scharf auf eine Vakuummatratze. Jetzt nicht mehr. Was ist denn da los? Kurzzeitgedächtnis. Der Alkohol ist nach. Ja. Gleich schlafen sie wie ein Kätzchen, wa? Bestimmt. Wenn wir nochmal im RDW nochmal eine Runde sausen und pupsen und schlafen. Oh, das wird gut. Ah, pupsen bitte nicht, das ist so... Ja, also ja... Ah, da kommt meine Tasche, sehr gut. Sehr gut, die nehme ich mit. Ja, auch mal, nicht, ja, wohl, Sie müssen noch holen. Neben mein Auto laufen, ich muss noch das Auto aufschließen, dann muss noch hinterherfahren. Aber auch nur, weil Sie es sind. Okay, probier mal einzusteigen. Ich dachte schon, welcher Arzt kann sich dieses Anwesen leisten? Aber wer Leitstelle ist... Der von dem Leid der anderen profitiert, dann ist natürlich kein Wunder. Wissen Sie, wie viel Geld ich überhaupt verdiene? Ja, anscheinend genug, so wie es hier aussieht. 4.300 Euro, das müssen Sie sich mal denken. Nee, lieber nicht. Wenn ich da meinen Hungerlohn sehe mit Überstunden, also das ist ja wirklich furchtbar. Ach was. Dann muss ich mal eine Leitschle anfangen. Es ist ja sonst, kann ich ja gar nichts mehr leisten, Hungerlohn hier. Was für ein Knoppers? Haben Sie für mich noch eine Decke? Eine Decke? Ah. Aber auch nur, weil Sie Privatpatient sind? Ja, ich bin privat und persönlich versichert. Ich bin dreifach versichert. Dreifach versichert. Einmal beim Hamster, einmal beim Kaktus und einmal beim... Bei der Zigarette. Ja, okay. Und haben Sie Glück, dass Sie private Verbindung mit Walter Frosch haben? Oh, der Walter Frosch, guter Bulle. Das ist ein guter Bulle. Beim nächsten Einsatz klebe ich mich auf die Straße. Das ist ein sehr guter Vorschlag tatsächlich. So. Der 51-83-3 hat aufgenommen, einmal Zustand nach Alkoholintox. Patient soweit stabil, Eintreffzeit 7 Minuten, Minutaufnahme. Das hat die Leitstelle so verstanden. Leitstelle Ende.
Ei, 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 der schläft hier wie so ein Riesen-Moped hier, warte mal. So. Jetzt fahren wir mal ganz vorsichtig. Ich hab das Gefühl, hier reagiert wer nicht so, wie ich will. Echt jetzt? Den ganzen Wagen wieder desinfizieren. Mann, 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 Mann. Also wenn das nicht Beförderung gibt hier, dann weiß ich auch nicht. Ja, bloß mal hier ausschlafen, den Rausch, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, Patient müde. Tatsächlich der Klassiker. So, immer in Kurven überholen, wie man es gelernt hat. Danach gehe ich erstmal in die 6, ey, bis ich den Wagen wieder sauber habe von den ganzen Gasen. Kann dir wieder keiner erzählen. Ja, genau. Wenn jetzt noch gleich eine unterschiedliche Tonlage kommt, dann noch eine D-Dur rein. Da ja mit dem RTW voll reiert. GW Atemschutz zu holen. Oh ja, gute Idee. GW Atemschutz, Hygiene, Hygiene. Alles. Man könnte ja auch tatsächlich überlegen, mit einer Sauerstoffflasche gegenzuarbeiten, aber ich glaube, dann explodiert der Laden. Noch alles in Ordnung da hinten oder sind wir im siebten Himmel? Das nehme ich mal als ein Ja. Einmal Dekon-Komponente, ja bitte. Umweltschutz. Ja, wirklich. Patient entlüftet in allen Öffnungen. Oh, ehrlich. Oh Gott. Boah, jetzt muss aber mal ein Arzt da sein. Dem muss ich so eine Übergabe mal machen. Das sieht nach was Arztmäßigem aus. Das ist gut. Ach, wieder abschnallen. Ach. Wir entlüften mal wieder in alle Himmelsrichtungen. Ui, wo sind wir denn jetzt hin? Ja, sie sind ihren Kater abholen. Ah, in den Kaktus. Guten Tag. Ja, der hat so drei Leute von uns bei angemeldet. Und gleich mit rein. Oh, den Noda, das kenne ich. Jo. Wie heißen sie bloß nochmal? Berger? Schmidt. Nee, oder? Schmidt. Fast dran ach, vorbei. Ach, das ist der. Ja, irgendwo. Ah. Ich bin Dr. Med Max Schmidt, ja. Der Max, genau, mit ihnen kann ich sehr gut in Latsch. So, dann dürfen wir am umsteigen. Ja. No. Eins, zwei, drei. Upsala. Ich mich dreh. Ah. So, grüß dich, Wolf, übrigens. Ja, servus. Was soll ich sagen? Patient aufgegabelt auf privatem Gelände. Zustand nach Alkoholintoxikation. Immer ein bisschen Filtrungen, Heinz. Ja. Stiffneck und Vakuummatratze hat er auch noch. Hat nämlich einen Treppensturz gehabt. Kopfplatzwunde vorgefunden, linke Arm frakturiert sowie rechtes Bein. Herr Wolf? Die Stimmbänder sind, glaube ich, kaputt oder was? Die sind kaputt, ach Gottchen. So, ja, jetzt geht's wieder. Wo war ich stehen geblieben? Ja, Alkoholintox, Treppensturz in Verbindung, Kopfplatzwunde, linke Armfraktur festgestellt, sowie rechtes Knie hat was abbekommen am Bein. Mhm.
Ja, am besten holt er den Kater dann nach der Krankenhausversorgung ab. Mir geht bestens. Genau, und der Patient entlüftet in unregelmäßigen Abständen in allen Löchern. Deswegen am besten Umweltschutz und Atemschutz alarmieren. Auf jeden Fall. Explosionsgefahr. Wissen Sie, mir geht's wieder bestens. Mhm. Nur beim Arm, das geht nicht so. Nee, der ist noch. Ja, gut. Das schauen wir sich ja mal an. Ach, das wird schon, ich bin starker Mann. Sag mal, heute wieder der Witz des Tages von mir als Art. Was sucht eine Katze vorm Fitnessstudio? Den Muskelkater. Den Muskelkater. Ja, ja. Da drin wird aber nicht kracht. Herr Wolf, das lösen Sie die BMA aus. Ja, das kann halt sein, dass das Ding losgeht. So. Ja. Dann lohnt es sich da wenigstens. Moin. Servus. Servus. Dann gucken wir das ist der, das ist der Praktikant, oder? Auch einer. Wir kennen uns. Praktikant. Sagen Sie mir Ihren Namen, dann kenne ich Sie vielleicht auch. Den wollen Sie nicht kennen, ist wohl die Sache. John Kane? Ich kenne den, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Heißen Sie John Kane? Haben Sie hier Schmerzen? Nee. Okay, geht so weit alles. Also, der Arm, meine Finger sehen Sie, die kann ich auch wieder bewegen. Ah, okay. Naja, so Ellenbogen, irgendwelche Schmerzen. Dann überlasse ich Sie mal Ihrem Schicksal. Das geht. Okay. Mit dem Fuß, wie schaut es denn aus? Und wünsche gute Besserung. Danke, Herr Wolf, dass Sie da waren. Ja, Wolf, wir werden uns noch öfter sehen. Wolf, ich hab für Sie noch. Bitte was? Schauen Sie mal. Wohin? Ich sehe keinen Kaktus. Nee, Kaktus brauchen Sie nicht. Eis! Oh Gott! Essen Sie schnell, sonst was schmilzt. Ach, Eis im Dienst, ich bin ja eigentlich nicht käuflich, aber bei 5 Eis bin ich leider schwach geworden. Das muss rein. Immer was Süßes, Getcho. Ah, hundertprozentig, das geht alles. Ich muss jetzt halt immer absetzen. Hä? Ach da. Na dann. Gut. Bedanke ich mich recht artlich. Kein Problem, Alter. Nur Wolf, wir sehen uns. Auf jeden Fall. Mit mir, bist du eigentlich als NFS oder als Notarzt unterwegs? Aktuell NFS. Ja, okay. Ja, weil wie gesagt, also ich würde dann als Notarzt fahren. Ja, ich kann dich auch gerne fahren, auch kein Problem. Kann man machen. Dann machen wir das doch. Max, das Bein soll man Röntgen machen? Wer glaubt's gescheit, steht. So. Jungs, mir geht's bestens. Das nenne ich mal hier Patienten, ey. Ei. Direkt einen ABC-Alarm rausmachen. Ja, wie ihr sagt, dekontaminieren. Der entlüftet unregelmäßig in alle Himmelsrichtungen. Würde ich mal aufpassen. Patient mit unklarer Infektion festgestellt. Aber wenn er jetzt wirklich sagen würde, grüner Durchfall, dann haben wir auf jeden Fall eine Infektionskrankheit. Also dann ist auch nicht zu spaßen tatsächlich. So, wollen wir mal wieder ein bisschen uns bewegen hier. Vergiss PA nicht, ja. Das stimmt. Aber irgendwas reagiert mal wieder ja nicht. Das finde ich mal wieder unschön. Ach Gott. So. Bandscheibe ist draußen, so ungefähr. Ja. Willst du mich fahren oder? Kann ich gerne machen. Wie viele RTWs sind überhaupt im Dienst oder? Gute Frage. Ich glaube aktuell nur 2 tatsächlich, deswegen. Okay. Max? Ja. Du müsstest mir auch die Tür aufmachen. Ah, okay, ja, das kann ich dir machen. Ja, ich park mal dann das NEF aus. Weiß nicht, willst du es mal kurz abklären oder was? Und dann. Kommst du einfach nochmal her oder was? Ich sag mal. Weil ich hab mein NEF auf welchen, noch nie auspackt. Auf welchen NEF würdest du dich denn anmelden, ist die Frage, ob ich überhaupt mit drauf komme? Ich könnte theoretisch auch zum Dings mit wechseln. Rettungsdienst. Wäre theoretisch auch mit. Ja, dann machen wir doch den einfach. Dann können wir auf alle Fälle auf dieselben Fahrzeuge.
Perfekt, machen wir so. Alles klar. Ja, ich, wenn ich so weit bin, komme ich am besten lieber, oder? Alles klar. Jo, bis dann. Tschö. NRW, ja, nur als... Müssten wir trotzdem... zu dritt sein. Wobei, dann warte mal, dann fahre ich mal eben in den Bekleidungsladen tatsächlich. Oder? Wird sich doch eigentlich anbieten, tatsächlich. Dann ziehen wir uns mal wieder um. Und dann haben wir es wieder. Ei, ei, ei. Ja, Tastatur im Eimer, der Patient furzt die Tastaturen alle durch. Tuning-Freunde, Benny hat die eröffnet. Ah, ja, okay. Da fragt man sich auch immer... Was ist denn hier los? Ei, ei, ei. Also wer auch immer gerade der Spaßvogel war, ey, der hat auch einen Comedy-Preis verdient. Ja, du sagst mega Roleplay. Das kann man nur zurücksagen. Da furzt du die Hütte voll. Erstmal direkt auf Gasalarm, Stichwort 3 erhöhen. Ja, NRW darfst du nur mit 3 besetzen. Oder was heißt darfst, du musst vielmehr. Oh ja, dieses Furzgeräusch, ey. Warte mal, habe ich da auch in meiner Kategorie irgendwo was an Sounds? Nee, ne? Ah, schade, habe ich nicht. Glatt und dann mach so, Auto so machen, ich machen so, aber... Unfall. Unfall. Ah, so sieht's doch aus hier. Der Bärs da vorne. Hab mich den ganzen Tag Zeit. Mann. Nee, pass bloß auf, du. Den brauche ich nicht. Da habe ich schon, glaube ich, genügend im Petto. Aber danke. So. Oh, tanken müssen wir wieder. Habe ich noch gar nicht gemacht. Ei. Ich wundere mich schon. So, wir machen mal kurz den hier. Dann hört er mich noch. Aber... Na, wieso ist das... Geht das jetzt nicht? Ach da. Lol, dahinter. Auf die Idee muss er erstmal kommen. Change. Nee. Auch nicht. Nee. Nein. Nein. Ja. So. Wird mal Zeit für einen Uniformwechsel. Weiß nicht, wie lange waren wir schon nicht mehr in dem Outfit unterwegs? Zu lange, ne? Trinken nicht vergessen. Oh ja, ihr denkt wieder mehr an mich, als ich an mich selber. Genau. Dann Echsen. Und rein da. Es ist wie die Werkfeuerwehr in Linzing, haben auch mal NRW mit 3 Leuten. Ja genau, so kann man es gut vergleichen. Und wirk, und wirk. Genau, tatsächlich gibt es mehr ITWs. Was heißt mehr? Tatsächlich sind die auch extrem verstreut und selten. Aber NRW ist unüblich geworden, weil es ja dieses RTW-Rendezvous-System gibt. Megafon? Okay. Wann gibt's das denn? Wahrscheinlich seit der Demonstration vor ein paar Tagen. Ziemlich sicher. Ah, Tankstelle. Schritt next, Tankstelle. Oh. Immer diese geilen Karren, ey. Und dann ich fahre mit so einer alten Gänsegurgel durch die Gegend. Schlimm sowas. Wirklich schlimm. So, jetzt mal bitte nicht in Luft sprengen. Nein! THY, 30 km/h, Klemmfahrer. Was? Fahrer raucht bewusstlos? Okay, Fahrer raucht, ich wollte schon sagen.
Ach Junge. 400 Meter? Warte mal, ich tank trotzdem erst zu Ende. Ich tanke trotzdem erstmal zu Ende tatsächlich. Wird, glaube ich, Zeit. Tank schneller. Zack, zack hier. So, los, los, los. Direkt an der Gleitstelle da vorne. Mhm. Haha, man hat's gesehen, dass er abbiegen wollte. Das ist super. Vielen Dank dafür. Ne, halt. Eine unter. Oh, hier vorne steht schon der erste Wagen. Ah, oh oh. Heckblitzer haben wir nicht, aber wir machen mal. Au. 30 km/h, das sieht anders aus. Ei, 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 ei. Hier die Leitstelle mit Informationen für alle Einsatzkräfte, die zur Postleitzahl 680 unterwegs sind. Eine Person mit offenem Bruch, Kraftstoffe treten aus. Bitte beeilen. Kommen. Der 51-83-3 Erstlage mit einem Verkehrsunfall. Augenscheinlich zwei beteiligte PKW, ein LKW. In Rauch. Komplette Straße gesperrt. Unklare Personenanzahl verletzt. Weitere Lagemeldung folgt. Dies hat die Leitstelle so verstanden. Haben Sie ihm gerade mitgehört? Kommen. Ja, mitgehört. Okay, Leitstelle. Hallo, guten Tag, der Rettungsdienst. Können Sie mich verstehen? Okay, einer schon mal Exitus, einer schwarz. Hallo, der Rettungsdienst. Ja, können Sie aus dem Wagen wie rauskommen? Mein Gurt, der mein Beifahrer ist bewusstlos. Der hat das Armgelenk raus. Alles klar. Die Kollegen sind sofort unterwegs, die Feuerwehr kommt. Ich kann die Hupe nicht ausmachen. Ich kann die nicht. Ja, alles klar. Keine Panik. Weitere Einheiten kommen. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Ex hier vorne auf dem Gehweg. Wir sperren einmal unten ja, ab. Der ist definitiv Ex, ja. Und die anderen zwei? Also die im LKW sind, der eine ist eingeschlossen und der andere scheint vom Gurt her eingeklemmt zu sein und kommt nicht raus. Zustand? Unklar, aber kritisch, definitiv. Ansprechbar? Ja. Aber der Wagen qualmt mir, deswegen möchte ich jetzt nicht so zu sehr dran gehen. Ja, das ist richtig. Ist die Feuerwehr auch informiert, oder? Sollte. Zur Not, ich frag mal ganz kurz nach, Sekunde. So. Ei, ei, ei. Am Einsatz ist bei Ihrem Verkehrsunfall ca. 30 km/h. Kommen. Hallöchen. Können Sie das nochmal wiederholen? Akustisch gut. Nicht verstanden. Kommen. Dann, einmal bitte eine Einsatzdisponierung. Der andere macht Brandschutz. Und der andere berät mit der technischen Hilfe. Da ist so. Wenn da Leute noch drin sind, hoffe ich nicht. Ja, sind noch zwei Personen eingeschlossen im LKW? Zwei. Alles klar. Ja, alles klar. Sind die irgendwie verletzt oder so? Muss ich auf irgendwas achten? Soweit augenscheinlich. Einer ist vom Gurt. Der Fahrer ist mit dem Gurt eingeklemmt und der andere scheint ihm was am Arm zu haben eingeklemmt, aber.
Ja. Kann es also nicht einschätzen. Kann ich nochmal schneiden jetzt? Ja, am besten rück zur Crashrettung. Der Wagen vor allem. Der Maschi mitkommen, mir helfen. Den Spreizer kannst du gleich mir geben, weil du hast eine andere Aufgabe gekriegt. Okay. Warte, ich geb dir den hier. Genau, Toi darf arbeiten. Toi! Ja, was soll kommt ich da jetzt machen? Geh mal zum Gruppenführer. Ja. So, der Herr vom Diako, ich spreche mit ihm ab. Hier, Fahrer ist schon eine Rettung und Beifahrer, Crash-Rettung. Ja. Ich hätte gerne schon eine Crash-Rettung, geht das auch? Patsy? Hä? Hallo, hier ist die Feuerwehr. Ja, das wäre super. Der im Cabrio, sind Sie ansprechbar? Können Sie mich hören? Alles eingeklemmt. Ja, im Rettungsdienst? Ja. Wen hättest du zuerst gerne? Fahrer oder Beifahrer? Beifahrer bitte. Alles klar, dann müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden, ja? Bei mir muss man unbedingt gut durchschneiden. Soll ich irgendwo in einer Rette oder sowas machen? Ei. Das geht gerade nicht, du kannst dich bei den anderen jemand. Ich sag den Kollegen gleich Bescheid, ne? Was hat mal gescheppert hier? Ah! Scheiße, liegt da noch einer unter dem Moped! Hallo, der Rettungsdienst, können Sie mich hören? Ach du Scheiße! Noch ein dritter Patient gefunden unterm LKW-Anhänger. Unterm Reifen am Motorrad, aber der sieht wahrscheinlich exitlos aus. Aber mal direkt mal nachgucken, ob wir den irgendwie rauskriegen. Ach du ahnst es nicht. Das ist nicht gut, das ist beschissen. Alter. Ja, das ist die 680 Richtung Autobahn runterkommen beim DAK oben. Ach du Scheiße. Raus? Können wir anfangen oder was? Weiß nicht. Ich bin jetzt nur für Brandschutz hier. Frenzel Grumpwörter. Gold dürfen wir schon anfangen. Ja, also die Tür ist. Ja, komm, dann brauche ich ein paar Mann, die mit das Beinbord hochheben oder habt ihr einen Rüstwagen da? Der hat doch euren. Der Rüstwagen kommt doch jetzt, ja, es kommt. Ja, dann lass wir von Rüstwagen. Eieieiei. Ja, genau. Ja, der ist nur noch für die Biotonne. Ich glaub's ja wohl. Hier wird alles recycelt. Oder so, ne? Hier ist auch ein Verletzter. Ja, wir haben auf jeden Fall zwei Patienten Kategorie Schwarz. Einer hier vorne auf dem Gehsteig und der andere unterm Anhänger. Motorradfahrer. Genau, der Fahrer wurde gerade gerettet. Der sitzt da drüben. Ist auch schon unter dem Anhänger sitzt auch noch eine. Sitzen würde ich übertreiben. Der ist so platt, der liegt viel mehr. Da ist ja, auch noch eine, der muss auch gerettet werden. Der ist Matsche, das sehe ich ja von hier schon. Ja, der ist wahrscheinlich tot, aber dann trotzdem bergen. Der ist nicht nur wahrscheinlich. Nö, den lassen wir da, weißt du? Trotzdem weg. Ja, da müssen wir auf den Rüstwagen warten. Haben wir nicht einen Kran oder irgendwie sowas? Kran? Nee, ich glaub nicht. Nein, das haben wir nicht. Das höchste Mittel, was wir jetzt gleich kriegen, ist unser Rüstwagen tatsächlich. Für Faust. Das ist gerade das, was wir kriegen. Ei. Ja, Simulationsplayer bin ich tatsächlich, ja. Na, lauf, nein, das machst du nicht. Nein, nicht ganz runter, ich meine. Doch, ich bin in dem Bereich auch tätig. So, waren das jetzt also Beifahrer, Fahrer und der Motorradfahrer, ist das richtig? Ja, genau, und der auf dem Gehsteig ist schon Exitus. Ich glaube, der unterm Wagen auch. Der auf dem Gehsteig ist Exitus? Ja. Ah komm, dann können wir beiden uns mal um den auf dem Bürgersteig. Genau, da sitzt noch einer, der ist. Was mit dem Fahrer? Ist er jetzt schon. Der Fahrer ist draußen, das ist der, den ich meinte. Ach, Beifahrer meine ich. Beifahrer weiß ich nicht, Tür ist offen. Ja, Crash-Rettung. Tür ist offen, ich warte ja nur. Mit zwei war der besten rein und aus. Ich brauche freie Einheiten am Beifahrer, auf Platz vom LKW. Gruppenführer, der Beifahrer soll jetzt gecrash-rettet werden. Ja. Der LKW, der ist tot. Der ist wahrscheinlich hinten drauf gescheppert und der ist tot. Der ist Matsch. Da holen wir den jetzt raus. Dann bitte einen weiteren RTW. Oh. Dann mal alle Mann anpacken. Ja, mit einmal Orgel und Rennen in der Melder auch auslösen. Und dann einmal vorsichtig rausholen. Kommen
wahrscheinlich hier auf die Trage, ne? Ja, erstmal auf die Trage direkt. Ach, das ist die Trage. Sehr gut, danke Jungs. So, der Rettungsdienst, hallo, können Sie mich hören? Hallo, der Herr. Hören Sie mich? Okay, Patient initial nicht ansprechbar. Ich werde Sie einmal kurz abtasten von Kopf bis Fuß. Sobald was wehtut oder Sie was merken, sofort Bescheid geben. Einmal im Kopf. Okay, das ist nicht mal eine starke Platzwunde. Linke Schulter ausgekugelt, linker Arm. Fraktur, Bauchraum verhärtet. Okay, Hüfte hat auch was abbekommen. Der Herr, können Sie mich verstehen? Hören Sie mich? Okay, keine Reaktion. Nicht erschrecken, ich klebe direkt mal ein EKG. Okay, der Bauchraum ist definitiv verhärtet. Das könnte Bauchaortenaneurysma sein, das ist nicht gut. Müssen wir gleich schnell handeln. So, Sauerstoffsättigung. 97%, das sieht gut aus. EKG sagt auch in Ordnung. Kritische Blutung werden direkt wenn Notarzt da ist, gerne mal direkt Notarzt am Start. Ist Verdacht Bauchaortenaneurysma. Sowie Mehrfachfrakturen. Erhöhen auf Polytrauma. Ja, wir haben Neumann hier rumlaufen. Ja, dann soll er mal drüber gucken. So, Pupillencheck. Isochor, Lichtreagibel, sehr gut. Atemfrequenz. Ist auf jeden Fall flach und schnell, das ist auch nicht so gut. Puls ist rhythmisch tastbar, sehr gut. BZ sparen wir uns mal eben. Guten Tag. Servus. Patient kritisch, Bauchaortenaneurysma. Nicht ansprechbar. Kopfplatzwunde sowie linke Schulter luxiert. Den müssen wir mal schnell ins Krankenhaus bringen. So. Wie geht's dem Patienten? Patient kritisch, Bauchaortenaneurysma, Schulterluxation linksseitig, Patient nicht ansprechbar, soweit Kreislauf stabil. Wenn wir in den Zugang schauen, dann möchte ich mir trotzdem schon mal Schmerzmittel verabreichen. Dann würde ich sagen, load and go. Ja, Zugang liegt rechter Arm. Okay, ich gebe den Herrn mal ein Schmerzmittel. Und dann würde ich sagen, fahren wir den direkt ins Krankenhaus. Die Akku müsste besetzt sein. Soll ich Sie voranmelden oder melden Sie sich selbst an? Dürfen Sie gerne übernehmen. Der Brandschutz stellt sich da drüben auf. Dann melde ich Sie voran. Sie sind der. Ich bin da 83.3, aber ist nicht meine Trage, muss der Kollege aber übernehmen. Was, wenn ich sie reinmache, geht sie nicht raus. Ja, ja, ich habe die nicht geholt, deswegen müsst ihr leider fahren. Ich habe sie auch nicht geholt. Ich schieb jetzt bei dir in ADW rein und fertig. Patientenfahrer melden für den 51.83 Zustand nach schwerem Verkehrsunfall, Person nicht ansprechbar. Verdacht auf Polytrauma, Schockraumvoranmeldung. Zeit in unter einer Minute. Dies ist verstanden. Leitstelle Ende. Ah, ich meine, das ist der RTW hier gewesen. Ja, wir packen sie über die rein und fertig. Guck. 83.1 von... Ah, das ist nur eine Hand. 83.1. Du hast ihn noch in der Hand. Ja, guck mal, ob du ihn selber reinkriegst. 83.1. Ah, ich guck mal. Muss ein Stück. Muss ich ungefähr hier hinstellen. Ah, leider nicht. Hier fehlt eine Tür. Da hat er wegkommen. So, jetzt. Gut, danke. Ei. Patient. Ah, die Tür! Okay, wir fahren jetzt mit Klimatisierung.
Ach, wer braucht schon Türen? Ha! Wer braucht denn schon Türen? So. Da vorne liegt ja noch einer. Ja, dann. Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Dankeschön. Notarzt trifft den Einsteller ein, wir sind erstmal direkt weg. Ei, 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 hier vorne ist auch wieder was los. Wo bin ich? Sind im Krankenwagen, sind sofort in der Notaufnahme, sie hatten einen Verkehrsunfall. Sind sie? Ah, ich bin der Thorsten Wolf. Und sie sind hier in guten Händen. Oh, immer dieses An- und Abschnallen, er regt mich jetzt schon auf. Oh. Oh nein. Servus, einmal Zustand Polytrauma nach Verkehrsunfall. Ich bräuchte mal eure Hilfe bei der Trage. Die scheint mal wieder zu klemmen. Der muss ja selbst aussteigen, ja genau. Dann machen wir so. Ah, wir fahren mal lieber einen Meter nach vorne. Ich hab das. Vormeldung für den 47281. Patientenzustand nach Verkehrsunfall, Kategorie Gelb. Für nähere Abklärung ins Krankenhaus. Die Leitstelle somit, Leitstelle. Ah, immer diese Hydraulik. Will ich mal probieren? Ja, probier gerne mal. Gut, legen Sie sich bitte nochmal dran. Warten Sie. Drei Satz minus zwei Satz ist gleich ein Satz? Was? So. Was? Das klingt ja sehr spektakulär. Aber die. Jetzt ist gar nicht der Schock kommen, das ist Intensivschuss. Ah, ich würde direkt Schockintensiv vorschlagen, tatsächlich. Ich meine, mehr von den Patienten. Gehen Sie schon mal in den Schockraum. Was ist mit dem Herrn passiert? LKW gefahren, kollidiert mit zwei weiteren PKWs sowie einem Motorrad. Zwei Patienten sind an der Unfallstelle verstorben. Er ist Beifahrer gewesen, hat sich die linke Schulter eingeklemmt, sowie Bauchaortenaneurysma festgestellt, akutes Abdomen sowie Kopfplatzwunde. Patient Kategorie Rot. Und partiell initial nicht ansprechbar gewesen, soweit Kreislauf stabil. Alles klar, hören Sie mich jetzt? Ja, oder? Hallo? Perfekt, jetzt höre ich gar nichts mehr. Ah. Der Herr war kurzzeitig im Rettungswagen da. Aber scheint jetzt gerade keine Reaktion zu geben. Sonst, Sie sind ja hier in guten Händen. Die Pfleger und Ärzte werden sich um sie kümmern. Ich wünsche Ihnen schon mal gute Besserung. Ja. Können Sie gerade helfen, umlagern? Ja, das helfe ich natürlich, sehr gerne. 1, 2, 3. Bei der Gelegenheit, perfekt. EKG lassen wir mal dran, ne? Ja, das machen wir dann ab. Alles klar. Dann Ihnen gute Besserung und alles man sieht klar, sich. Ruhige Geschichte. Junge, Junge, Junge. Gerade noch einen Patienten unterm RTW, beziehungsweise Quatsch, unterm RTW, unterm LKW festgestellt. Ach, Herr je. Beim Diako? Ja, heute ist leider, kann man ein bisschen durcheinander geraten. So. Ich fahre eigentlich gleich einen Notarzt, aber da kam direkt wieder der nächste Einsatz, deswegen wollte mich nicht mehr wieder so schnell umziehen und umentscheiden. Also, kannst du mir hier den Praktikantenjob geben? Ich habe leider keine Berechtigung dafür, tatsächlich. Ja. Der Kuli liegt leider zu Hause in der Aktentasche, die verstaut ist unterm Schwimmbadkissen. Ich weiß es nicht. Rettungsdienst
Laternen der Post. Leider nicht. Der Y-Verteilung. I'm sorry. Alle Blaulichter ausschalten, da der Herr vom ADAC Freundesproblem hat. Was, ein Pommesproblem? Die Trage, ja. Wir können uns einfach hier witzigerweise neue rausnehmen. Tada! Oder? So, die Trage ist wieder da. So soll's doch laufen. Eieieiei. Gott im Himmel. Ein Einsatz mit einer überraschenden Wendung tatsächlich. 51 83 Sofa und 51 83 1. Ja, die Klimatisierung gefällt mir eigentlich sehr gut für das Modell. 81-83-2 und 81-83-1. Gut. Also sind das aus dem Ansatz auch entlassen. Ja, so ein bisschen mit. So. Keine Patienten mehr vor Ort, alle anderen hier vor Ort sind. Ja, ich sehe hier schon wieder ein paar Fragen sehen zum Thema, wie man mitmachen kann. Das hier ist der Flensburger Roleplay-Server. Einfach auf Discord joinen, dem Link folgen und unter 5M Flensburg nachschauen und googeln. Dann kommt ihr eigentlich schon direkt drauf. Ihr braucht eine Whitelist und ja. Spaß am Roleplayer, dann könnt ihr direkt mitmachen. Wie ihr seht, hier ist auf jeden Fall viel Action. Haha, fährt er wieder bei Dingens rüber. So. Ich würde mal sagen, die Tür sieht mir so ganz passabel aus. Deswegen mal schnell den Wagen verstecken. Bevor alle Leute wieder rummosern und sagen, wieder RTW ist kaputt. War ich nicht. Das war schon so. So. Subi, tippitoppi. Was, der K ist gut, Johannita ist besser. Aber bevor wir zu einer endlosen Diskussion antreten mit ASB, Malteser und wie sie alle heißen. Alle sind wichtig. So, alles ist besser als ASB. Ach, wie gesagt, alle haben ihre Berechtigung, jeder hat Spezifikation gegenüber anderen, also von daher. Hä? Notruf? Wieso der Notruf? Gott im Himmel, nein. Raus, lassen Sie mich raus. Am Diakon Krankenhaus sind mehrere Schüsse. Ist die Polizei da schon vor Ort? Nett, gut. Wiederholen, komm. Warte mal. Am Diako Krankenhaus wird geschossen! Ja, das hat wieder Schülle verstanden. Oh, ehrlich? Jetzt haben wir mal 4 Leute am Start, okay. 83-1 ist besetzt. Ah, weißt du was? Ich bleib auf dem 3 erstmal drauf. Ich guck mal, ob ich eine Bekleidungstasche mir holen kann. Dann kann ich mich nämlich auch umziehen, einfach so. Das sollte ich natürlich echt mal machen. Die arme Leitstelle. Ja. Die andere ist besoffen im Krankenhaus, also die kann auch nicht. Ich meine, die Tasche kostet irgendwie 30.000 oder so, ich weiß es nicht, so eine Kleidertasche. Panikfunk, jetzt neu. So um den Dreh. Aber, apropos,
von geiler Funkdisziplin bzw. geilem Roleplay. Ihr kennt vielleicht hoffentlich die Serie Feuer und Flamme und auch mein Flamme und Feuer Projekt auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe vor, jetzt nach über einjähriger Pause das Projekt großflächig wieder zu aufleben zu lassen. Und deswegen, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr gerne mitmachen. Ich suche noch händeringend eine neue Ampel. Interessenten für Sprechrollen und dergleichen. Wer Bock hat auf ein Feuer und Flamme bzw. mein Flamme und Feuer Projekt, der kann gerne mal Ausrufezeichen Feuer eingeben hier im Live-Chat oder auf Discord kommen oder am besten auf Discord kommen und da einmal im Chat nachfragen. Morgen sowie übermorgen, also sprich Samstag und Sonntag, gibt es bereits erste Aufnahmen wieder für Folge 3 und 4 mittlerweile. Also ich brauche auf jeden Fall morgen ein paar Leute, die mir helfen, die neuen Sprechrollen mit aufzunehmen. Wer Bock hat, kommt gerne mit dazu. Ich kann nur sagen, das knallt und scheppert ordentlich. Ich werde noch nicht verraten, um was für eins es sich handelt. Allerdings, ich kann sagen, wer die Folgen kennt von Feuer und Flamme, ich sag nur Bochum, Reifenlagerbrand oder Industriebrand oder was auch immer gebrannt hat, ihr glaubt nicht, was man alles mit dem Programm machen kann, mit dem ich das geschafft habe, was man da alles erstellen kann. Also, wenn ihr meine alten Feuer und Flamme Folgen gesehen habt, nach einem Jahr Pause, mir steht beim Cutten nach 2 Stunden der Mund offen und Spucke kommt langsam rausgelaufen, weil einfach es für mich selber, es flasht mich beim Zuschauen selbst. Und wenn du das hingekriegt hast, ey, dann ist es wohl richtig krass. Also kann ich nur empfehlen, mitzumachen. Ansonsten, wer nicht dabei sein kann oder möchte, alles kein Problem, der wird das Projekt dann ein paar Wochen später auf YouTube sowieso verfolgen können. Wird auf jeden Fall großflächig, eigentlich kaum übersehbar, angekündigt. Aber das Projekt fällt leider auch nicht ganz vom Himmel. Denn sehr zeitaufwendig. Aber Liebe im Detail soll sich auch bekanntlich lohnen. Deswegen seid gespannt auf hoffentlich viele interessante Einsätze und Folgen. Und wenn ihr Bock habt, in dem Video mal mitzumachen, dann wie gesagt, kommt gerne dazu. Und dann könnt ihr euch selber im Video nachher anhören. Ist mit Sicherheit lustig zu sagen, guck mal, da habe ich mitgemacht. Aber Mama, ich bin im Fernsehen. So, jetzt hebe ich mal 50.000 ab und hoffe, dass ich... Ich warte, minus 59 Euro? Was? Ei, ei, ei. Jetzt darf ich nicht überfallen werden. Sonst haben wir ein Problem. So, das hätten wir ganz fix zum Laden. Ja, heute Folge Feuerflamme gesehen. Kinder im Bunker, oh ja. Ich finde so schade, dass Staffel 6 schon wieder vorbei ist. Das ist echt furchtbar. Ich kann nur sagen, aus allen 6 Staffeln, die es gibt, aus allen Folgen, die bisher da waren, werde ich versuchen, eine bunte Mischung zu erstellen. Und wer weiß, wie lange meine Staffel dauern wird. Ob 6 Folgen oder 10 oder 20 Folgen. Klar, 20 Folgen fallen noch weniger vom Himmel, aber... ich kann nur sagen, das lohnt sich. So, Klamottentaschen. 65.000. Ey, habe ich jetzt mit 50.000... Oh, Mann. Warum kostet die so viel? Das ist doch furchtbar. Gut, fahren wir... Aber halt, stopp, warte mal. Haben wir einen Bankautomaten hier vorne gehabt? Wie war das denn nochmal? Ist hier nicht einer gewesen? Ja. Guck mal. Ach komm. Kreditkarte. Willst du mich vereimern? Danke, Simon. Die 2 Euro kann ich gut gebrauchen hier. Aber um 65.000 zu kommen, bräuchte ich noch ein bisschen mehr. Ei, 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 ei. Die sind hier aber auch alle Geizkragen. Yippie! Dankeschön, Simon. Dankeschön.
kannst du wieder keinem erzählen, dass ich wegen 15.000 wieder zum Automaten fahren muss. Irre! Zündenknaller! Yippie! Yippie-yay, Schweinebacke. So. 49.000, das heißt, ich muss wieder... Ich habe bald kein Geld mehr. Was ist das? Guck mal, ich arbeite mir jeden Tag den Arsch ab, ne? Und dann kommt so ein Leitstellen-Heini und der sagt einfach, ja, weißt du was? Mir gehört mal eben so eine ganze krasse Villa. Was macht der falsch? Was mache ich falsch? Change PIN. 1000. Ihre PIN muss 4 Ziffern lang sein. PIN erfolgreich. Ja, zeig sie ruhig an. Kein Problem. Kein Problem. Sonst wäre es ja auch langweilig. So, jetzt brauchen wir noch eine Kreditrettungsdienst macht arm. Ja. Witzigerweise ist das die Realität. Weiß ich, kann überfallen. Nee, danke. Ohne Kreditkarte. Wieso? Ich kann mir noch keine kaufen. Was ist das? Oh. Ach Gott, Gott, Gott. 100.000 Jahre warten, bis man in die Jugendfeuerwehr kann. Ich, ja, das ist... Würde ich aber sagen, Saini Luna. Wenn du noch zur Schule gehst, denkst du, das gesamte Leben besteht nur aus Schule. Denkst du dir, Gott, die Zeit wird niemals aufhören. Dann kommt irgendwann der Moment, da freust du dich, Schule ist vorbei und denkst, boah, geil, ich hab's endlich geschafft. Hast du auch. Aber spätestens nach einem Jahr denkst du dir, nachdem du arbeitest, Vollzeit, scheiße, arbeiten schon wieder. Muss das sein? Dann wünschst du dir doch lieber die nette Zeit. Einen Sack? Nee. Führerschein, Spray, Spray Cleaner. Hä, hey, kann man, wo ist denn? Egal. So, probieren wir es mal. Bekleidungstasche. Haben wir nicht dabei? Ah doch, hier. Benutzen. Ein Outfit Bag. Open. Ach, ah, safe. Okay. Diaco. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller! Irre. Oh, danke schön. Ah, guck mal, jetzt habe ich wieder. Ah, jetzt wieder aufgesammelt. Da ist die Grinsekätzchen. Aber hier am Lächeln, mega. Hip, hip, hurra. Ja, dann fahren wir wieder zum Bekleidungsladen. Ich habe das Gefühl, hier ist nur Bekleidung heute. Ha. Kannst du wieder keinem erzählen. Zu Nebenrisiken und Wirkungen packungen Sie die Lesungsbeilage und arzten Sie Ihren Frack oder Artipoka. Ah, denke ich mal wieder bei jedem Arztbesuch hier, ne? Jeder Ladenbesitzer möchte einem das Geld hier aus der Tasche rauben. Wird immer schlimmer mit den Banausen hier. Und lass mich raten. Sobald ich drin bin, gibt's sofort wieder einen Einsatz. Wette ich drum. Wette ich drum wieder wie... Wie die Pest wird das hier wieder am Anfang so sein. So. Jetzt muss ich mir das darüber wieder speichern. Glaube ich zumindest. Save Current. So, machen wir. Ach, ich hatte es einfach liegen. Genau. Keepers raus für heute. Ach, Herr Jemini. Ja, viel Spaß. Den werde ich hoffentlich haben. Und Erfolg hoffe ich auch. Dankeschön. CV. Wir sind zwar in den seltensten Fällen ein CV, aber schadet nicht, den auch mal dabei zu haben. ...15 Outfits kann man hier speichern, sehr interessant. So, RS hatten wir den schon? Nee, ne?
So, was haben wir hier? Er ist blau. So, sitzt, wackelt und hat Luft. Pick up. Pick up, pick auf. Sehr schön. Dann schlage ich mal vor, dass wir zur Wache juckeln. Handschuhe ausringen. Und dann... Ah, erstmal mal wieder was. Himbeerkuchen! Ja! Volle Lotte. Ah, das passt schon. So. Was? Wer hat sich den Nacken verspannt? Shiny Luna. Eieieiei. Wie hast du das geschafft? Wahrscheinlich schafft man das schneller, als man die Verspannung wieder wegkriegt, ne? Ist immer so. Ist immer so. Du hast dich bewegt. Oh Gott. Du hast dich bewegt. Das ist ja gar nicht gut. Weißt du, was bei Hexenschuss hilft? Nicht bewegen. Und weißt du, was noch hilft? Sich bewegen. Das ist das Beste, was du medizinisch machen kannst, tatsächlich. Das ist verrückt, das glaubst du gar nicht. Hör auf, dich zu bewegen. Ja, das ist richtig. Gut, gut beobachtet, Adrian. Gut beobachtet. Kannst du wieder keinem erzählen, ne? Ja, wir verarschen dich, kein Problem. Mach das, was für dich entspannter ist, da wo du keine Schmerzen hast. So. Man hilft, wo man kann. Ja, klar. Machen wir alle, ne? Entspannter ist. Ja, was soll ich sonst sagen? Mach das, worauf... Alter. Ey, diese Autofahrer, ne? Die haben alle in meiner Fahrschule einen Führerschein gemacht. Alter, fahr mir noch hinten rein, dann boxe ich die aus dem Wagen. Aber das Wetter hier sieht wieder gerade ganz nice aus, muss man sagen. Die Ureinwohner fahren wie die Wilden. Ja, das ist richtig. Soll ich dir was sagen? Nicht nur die Ureinwohner fahren verwirrend. Aber so ist das. Man steht hier an den Ampeln rum und wird dann wieder zu irgendwelchen Einsätzen gerufen. Kann nur geil werden. Ach, guck mal, sie war rot. Nee, jetzt ist sie gelb. Jetzt ist sie grün. Ah, gut, schade. Egal. Egal. Solange uns die Polizei nicht erwischt, ist alles gut. Und selbst wenn sie uns erwischt, die können gar nichts gegen uns tun. Wir sind im Einsatz. Ich habe so viel Wärme drauf. Ja. Wie gesagt, Wärme hilft meistens. Viel bewegen oder gar nicht bewegen. Entspannung hilft. Da ist witzigerweise alles dabei. Und, noch witziger, dem einen hilft's, dem anderen nicht. Darf man auch nicht vergessen. Darf man auch nicht vergessen. So. Ah, perfekt. Ja, genau. Einfach mit auf der Kreuzung fahren und dann, ja, nicht mehr bewegen. Mobile Tastatur. Ja, das kenne ich. Meine Tastatur scheint auch gerade ein bisschen sich selbstständig zu machen. Finde ich immer wieder toll. Ey, da vorne steht ein Wagen. Der da eigentlich nicht so hin soll. Ich habe heute noch keinen einzigen Streifenwagen gesehen. Was ist denn da los? Ei, ei, ei.
Mhm. Dominik kommt zur rechten Zeit, bringt Ruhe und Gemütlichkeit. Ja, das ist richtig. So, einmal Fahrzeugwäsche bitte. Beweg dich. Geht nicht. Was denn? Scheiße. Hat der Betreiber geschlossen oder was? Ins Diaco gerannt und bewusstlos geworden. Oh, das ist doch herrlich. Das sind die besten Einsätze. Wisst ihr noch, als ich Polizist war und angeschossen wurde bei der Schießerei im ADAC und dann mit Mühe und Not mich in die Polizeistation geschleppt habe und dann in der Halle umgeknickt bin, bewusstlos geworden bin? Das war witzig. Ja, wir bringen dich ins Krankenhaus. Ja, nee, das bringt nichts mehr. Bin schon hinüber. Das war auch sehr witzig. Scheiße, Kollege reagiert nicht. Was machen wir? Nein! Ja, vielleicht nicht ins Kreuzfeuer gehen, vielleicht beim nächsten Mal, aber naja. Hä, ich hab doch gerade getankt, da bin ich vergesslich. Hab ich nicht getankt? Mist. Schade, schade, schade. Ja, Adrian, der C2-Intox-Typ, der war super. Glaub mir mal, wenn du den noch kennst, ey. Wenn du den näher kennst, dann wird er noch schlimmer. Der war Legende. Ich habe das Gefühl, genau wie der ist wie der Weihnachtsmann. Der ist einfach einzigartig. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und der Weihnachtsmann, der war auch sehr witzig, muss man sagen. So, wir sind wieder in der Wache. Haben wir einen Fahrzeugcheck gemacht? Egal, machen wir nicht. Brauchen wir nicht, gib es nicht. Brauchen wir nicht. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Oh ja. So, dann will ich mal meine Fertiglaser in dem Backofen fertig machen, ne? Hallöchen, it's Leon. Dann tuppern wir den Rest ein. Genau, mit einem Benzinkanister machen wir das. Ja, bitte ich drum. Eine Pumpgun, ah ja. Ach, die Powerbank ist noch von dem netten Heini. Noch nie so einen schlimmen Einsatz gehabt wie auf dem Hauptplatz. Echt? Er liegt noch heute im Diaco. Ah, ich muss schon sagen, die Ersatzfahrzeuge sind irgendwie auch interessant. Ja, Benzin schmeckt in der Lasagne hervorragend tatsächlich. Hat so einen öligen Beigeschmack. Auf natürliche Art und Weise. Das muss man schon sagen. So, wo sind denn die Kollegen? Da hinten stehen drei. Weißt du was? Wird mal Zeit wieder für unseren Stutzen. Was haben sie denn da unten in ihrem Stutzen drin? Tieren. So, und die gönnen wir uns jetzt erstmal, ne? Neue Designs? Nee, tatsächlich nicht. Also ja, es sind neue Designs, das ist richtig, aber das sind Ersatzrettungsfahrzeuge, weil die anderen beiden... Man weiß nicht warum. Einen, ja, wie soll man sagen, Unfall hatten. Um es mal höflich zu sagen. RTW müde, RTW schlafen oder was? Eine behinderte Sau hat die
wieder die, meinte hier die Tore zuzumachen, keine Ahnung. Alter. Die Leute verstehen es einfach nicht, dass man die Tore einfach in Ruhe lassen soll. Ich hab dich mal bewegt. Ja, Leute, ist der Ersatzwagen gewesen? Ja. Andere Frage. Mir würde es lieber interessieren, wer diese komischen Tore dazu gemacht hat. Das kann nicht sein. Aber wenn das Probleme gibt, dann kann man doch einfach die Tore rausnehmen, die Schlösser, oder nicht? Ja, da sind wir schon seit zwei Monaten dran oder so, aber es kümmert sich ja keiner. Wir sagen das jedes Mal, wenn einer da ist, nie wird sich drum gekümmert. 51381. Ich würde lieber eine Bennys Garage eingefügt oder was auch immer, keine Ahnung. Hallo, aber du bist angefunkt, Kaiser. Ach Leute. Ja, ich sag dir, selbst da gibt's ein Handwerkerproblem. Kaiser hört. Bitte wiederholen. Ja, dann nicht. Ach Gott. Ja, die wollte irgendwas von dir. Der war doch im Flugmodus. Der 83 anhören. Ja. Ja, für euch zur Info, es handelt sich um einen Verkehrsunfall zwischen 2 PKW. Und der Anrufer ist auch die Person, die eingeklemmt ist. Er klagt über Schmerzen von der Skala von 1 bis 10. Die Nummer 8. Für Sie zur Information. Bitte umdisponieren, wir sind Status 6. Weil mal wieder es Leute gibt, die es an dieser Wache nicht schaffen, die Tore in Ruhe zu lassen. Alles klar. Ach ja. Schicken Sie mal bitte in die ADC zur RGSA-Wache. Dankeschön. Weißt du was, wir machen wieder unser Tagesgeschäft. Wir fahren und mal wieder tanken. Kommt der jetzt von hinten? Ja. Wenn ich eins nicht mag, dann ist es keine Rettungsgasse. Aber der fährt zum Glück in andere Richtung. Sehr gut. Kein Bock auf Arbeit. Ja, ich... keine Ahnung. Die müssen immer alle hier durch die Gegend fahren. Er hätte wie auch unterbezahlt. Ja, das wird's wahrscheinlich sein. Ach, Tim Tupster, das bringt doch gar nichts. Klimakleber sind nur... Die werden ausgelacht und das war's. Oder platt gefahren, das gibt's auch. Gerade NF im Dienst, ich weiß es nicht. Ich meine, ja, ein, zwei habe ich gerade gesehen, aber... Die scheinen auch mehr oder weniger... benutzt zu werden oder auch nicht, man weiß es nicht. Busfahrer Jimmy, ich soll dich erinnern, wer du bist? Wie, wer du bist? Du bist Busfahrer Jimmy, weil, hä? Versteht die Frage nicht. Plattfahren finde ich durchaus sympathischer, ja. Weißt du, im Ernst, bin ich vergesslich? Ich habe doch gerade getankt, oder... Ich war eigentlich nur die Dingenskirchen abholen. Diese Tasche da. Kann mir doch keiner erzählen. Alter. Also irgendwas ist wieder... Entweder ist leck, der RTW ist leck. Oder mein Gehirn ist leck, ich weiß es nicht. Die Tastatur leckt auf jeden Fall. Ey, das kann dir wieder keiner erzählen. Nee, nicht in die Luft sprengen. Tatsächlich nicht. Das habe ich nicht vor. Aber scheint auch diesmal zu funktionieren. So, schnell weg, bevor der Kollege in die Luft sprengt. Dann bin ich zumindest außer Reichweite. Weißt du was? Muss dem RTW eine Windel kaufen. Ich hoffe mal nicht. So, wo fahren wir mal hin? Vorschläge, wo wir hinfahren sollen. Bisschen Autobahn, dies, das, nicht? Bin ich hier schon mal lang gefahren? Ich glaube nicht, ne? Krass.
Flughafen, ja. Ach, guck mal an. Guck mal hier oben hin. Cool. Vielleicht mal ins Gebirge, aber wer ist damit? Gebirge waren wir schon lange nicht mehr. Mount Chiliad vielleicht. Status. Nein! Status hat sich erledigt. Standbild. Crash. Oh nein! Okay, Status, ich würde mal sagen, Status 6. Oh. Wenn jetzt der RTW auch mit dem Unfall verunfallt ist. Ah, der kriegt doch einen Anfall, der Chef. Guck mal, Crash Nummer 1. Super. Wir kommen der Sache näher. Finde ich super. Aber hey. Solange es nur an einem Crash liegt, dann ist alles gut. Ach ja. Dann joinen wir mal wieder rein. Aktuell 65 Leute am Start. Genau, Applaus, Applaus. So. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche. Wann ist mal wieder RTH? Ja, der RTH tatsächlich scheint hier selten benutzt zu werden. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, wann der da tatsächlich mal im Einsatz ist. Wir haben ihn ja einmal gesehen. Aber frag mich jetzt nicht genau, wo die immer zum Einsatz kommen. Müssen wir uns einfach mal gedulden. Du machst Praktikum bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ah, sehr cool. Habt ihr eigentlich ein SRTW? Ich glaube, SRTW haben wir nicht, aber wir haben ein Gelände-RTW. Den könnte man tatsächlich auch als Schwerlast RTW nehmen, aber wird ja tatsächlich eher seltener genutzt. So, wir sind gleich wieder da. Wie das Lied heißt. Ah. Das ist Hiraf mit Rem. No Sleep. Thematic. So, da sind wir wieder. In 30 Sekunden wieder da. Sehr gut. Ich hoffe, der RTW ist noch fahrbereit. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Jasmin Roth, hallöchen. Streamst du morgen oder am Sonntag? Morgen definitiv nicht, da muss ich selber arbeiten. Freue mich schon mega drauf. Yippie-yay. LOL! Das nenne ich mal passend gekommen. Zwei Personen. Gott, zwei Personen eingeklemmt. Renn! RTW brennt und Feuerwehr ist vor Ort. Scheiße. Ach. Ja, hat ein bisschen ist ein bisschen gebollt hier und da. Kann ich jetzt nicht ändern. Aber anscheinend, wenn hinten links gedeppert ist, dann ist mir einer hinten reingefahren tatsächlich. So sieht's doch aus. Siehst du, war wieder nicht meine Schuld. Ha! Ob der RTW eine Fraktur hat?
Was heißt die Ausrede? Von wegen? Ah, ja, ja, Rettungsdienst im Einsatz. Pass bloß auf. Ach so. Ja. Okay. Wir kommen auf die Feuerwehr vom Auto. Guten Tag, der Rettungsdienst. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja. Ich habe schon meine Übergabe gemacht an meinen Kollegen. Tatsächlich ist mir geht's gut. Was heißt gut? Mir geht's so ein bisschen scheiße. Die ganze Zeit, also. Alles gut. Ob man das gut nennen kann, ist was anderes, ne? Das liegt an der Schiene. Mit wie viel Gramm sind sie ungefähr reingefahren? Keine Ahnung, ich weiß nur noch, wir haben uns ganz oft gedreht. Nach vorne weg, ganz oft gedreht. Okay, dann machen wir mal einen Polytron mal raus. Können die Herren den Wagen selbstständig verlassen oder müssen wir helfen? Also ich komme hier nicht raus. Mein kompletter Unterleib ist eingeklemmt. In diesem bei mir sind meine Beine auch eingeklemmt und ich krieg die dann nicht mehr los. Ich kann mich kaum noch mehr bewegen. Nicht mehr lose. Da, die Airbags sind da. So, dann einmal gerne technische Rettung durchführen. Crash-Rettung, normale Rettung? Ja, ja. Normale Rettung. Gut, dann... Machst du das mit Wolf? Wäre Spreizer, ABC soll. Können die an sich an alles erinnern, was passiert ist? Oder kurzzeitig bewusstlos geworden, irgendwer? Mir wurde immer mal schwarz vor Augen. Also, mir wurde auch kurz schwarz vor Augen, aber ich bin das erste Mal in diesen Karre gefahren. Ich fand die geil. Ansonsten. Ich bin zu schnell gefahren. Voll, ja. Ich lege ihn jetzt mal den Deckel hier rüber, ja? Ja, dann sind wir irgendwie geflogen und. Ja, ich weiß auch, dann haben wir uns überflogen. Okay. Alles klar. Wie stark sind die Schmerzen ungefähr, die sie haben? Von der Skala auf 1 bis 10 würde ich schon sagen eine 9. Eine 9 tatsächlich, alles klar. Kollege, kannst du mir mal bitte den IV-Zugang geben? Warum ist das so passend? Ja, IV kriegst du. Danke sehr. Von welchem Patienten reden wir jetzt überhaupt, ist die Frage. Der an Weiß, Peter Kiel. Ich bin an dem Weißen. Nee, ich meine jetzt, 51, 3, 8, 9. Ich sehe mir gerade selbst einen IV-Zugang, dann müsst ihr das kannst du machen. Nicht, du hast gar keine Sachen dabei. Ja. Ja, der 51383, erste Lagemeldung. Ein PKW-Unfall zwischen Mauer und Laterne. Zwei Personen eingeschlossen, benötigen einmal Notarzt zur Einsatzstelle aufgrund Schmerzindikation. Klappe mit Gewalt, zack. Dann hol kurz Unterbaumaterialien und dann können wir schon mal die Person rausholen. Du Dach weg, wir könnten jetzt welche mal. Welche Person kommt zuerst raus? Wollte gerade sagen, mit welcher fangen wir an? Wir nehmen erstmal den Beifahrer. Gut. Kevin, komm mal kurz rüber. Bitte, danke. Kevin. Schöner Name. Schau mal, die Trage schon mal. Okay, Kevin ist nicht da. Gott. Der Mercedes ist der Patient. Sieht man doch. Klar. Gebe ich dir voll recht. Hey, immerhin geht die Tür hinten noch auf. Autsch. Genau, Laterne hat gewonnen. 2-0. So sieht's aus. Hat sie? Cool. So. Und dann machen wir einmal das Armaturenbrett vorne ein bisschen weg, dass wir sie jetzt mit den Knien vorsichtig hier rausholen können. Dankeschön. Also negativ, wir werden jetzt so. Zwei dann zwei verletzte Personen freien. Jetzt gehen wir so hin. Wir benötigen einmal Pol sowie. Dann auf 3 raus, dann auf die Trage. Okay, sind Sie bereit? Wer sind bereit? Ich bin immer bereit. Okay, 1, 2, 3 und einmal hier auf die Trage rüber. Sehr gut. Dankeschön. Gehen euch mal umdrehen, ich schaue mal den Kollegen hier an. Können Sie mir versprechen, dass die Versicherung das Auto übernimmt?
Ah, ich kann Ihnen das nicht versprechen. Ich muss nur die Versicherung nachher fragen. Dann zwinge ich Sie. Ich habe meine Methode. Das will ich auch schwer hoffen. Entschuldigung. Das kommt von der Shisha. Ich hoffe nicht während der Fahrt geraucht. Na, okay. Mhm. Leichter Sarkasmus im Ton. Ich bin ja nur Beifahrer, ne? Ich bin hier nur Beifahrer. Ja, dann haben sie nochmal Glück gehabt. Also sie sagten, sie können sich an alles erinnern, aber ihnen ist trotzdem kurzzeitig mal schwarz vor Augen gewesen. Ja, ich kann mich so halb alles erinnern, würde ich sagen. Ich weiß nur noch, dass wir geflogen sind. Und dann hat es einen ganz starken Runk gegeben und dann weiß ich auch nichts mehr so wirklich. Alles klar. Haben Sie irgendwo Schmerzen? Ja. Meine Beine tun weh und mein Brustkorb. Bein und Brustkorb. Die Airbags haben auf jeden Fall ausgelöst. Das heißt, war auf jeden Fall mehr als 80, 90 km/h. Ja, würde ich auch sagen. Ja, wir sind auch eindeutig extrem geflogen. Ich glaube, wir sind von ganz oben nach ganz unten. Ah, dann waren sie vielleicht doch mehr als 90 km/h. Aber normalerweise, zumindest bei Mercedes, gehen die Airbags auf nach so um den Dreh 80, 90 km/h. Zumindest nach Aufprall. Ja, den habe ich frisch gekauft. Das ist schlecht. Ja, ne? Versicherung freut sich. Die freuen sich doch immer. So, ja. Ich fasse ihn mal an den Kopf. Tut da irgendwas weh? Au. Oh. Kopf, okay. Bisschen wehgetan. Schultern und Brustkorb, da was? Brustkorb wahrscheinlich? Kann ich nur ja, Brustkorb tut echt sehr weh. Also ja, wahrscheinlich Airbag reingeknallt. Ja, können sein. Und die Beine, sagen sie? Ja. Beide oder nur der linke oder der rechte? Ich weiß nicht, wo es links, wo es rechts. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Wo ist das genau? Also rechts ist da, wo der Daumen links ist. Also genau das Gegenteil. Wollen Sie von Ihnen, von mir aus das linke Bein? Ja, das linke. Ist mein Kollegen gut? Wird er reanimiert da drüben? Das oder was? Kann ich nicht sagen, aber ich kümmere mich um Sie, dann werden Sie auf jeden Fall keine Reanimation. War da der Kollege gerade noch ansprechbar, würde ich sagen, lebt noch. Okay, das ist gut. Cool. Aber bekommen Sie soweit gut Luft? Soweit ganz gut. Soweit ganz gut Luft. Es ist immer wie so ein Stechen manchmal beim Atmen. Stechen beim Atmen, ja. Brustkorb, wenn ich da mal reindrücke, so ganz vorsichtig, tut da was weh? Oh, das ist so ganz schön weh. Okay, dann haben wir auf jeden Fall schon mal Abdomen. Bauchraum verhärtet, das ist nicht gut. Das heißt, Verdacht auf eine innere Verletzung. Wir haben einen Alarm eingetroffen, eine Person asystolisch, benötigen einmal einen Nepp vor Ort kommen. So, wir warten noch mal kurz auf den Doktor, da ihnen dann Schmerzmedikamente verabreicht. Das darf ich leider nicht. Es kommt noch ein Doktor, ach du Scheiße. Na klar. So ein Mist. Ja, was soll ich sagen? Also wir hatten auch schon... Ist der Bernd da drüben Doktor? Ah, ich glaub nicht, nee. Gibt's hier zwei Rettungsdienste auf dem Start? Ah, wir haben tatsächlich mehrere Rettungsdienste von der Feuerwehr und vom Rettungsdienst selber. Das ist gerade nur ein Spezialfahrzeug, deswegen. Ja, weil der Herr so ein Rettungswagen ist. Wann haben Sie das letzte Mal was gegessen und getrunken? Weiß ich nicht. Der letzte Döner war bei Ali. Das war vor 20 Minuten. Da haben wir auch noch Subway und alles gegeben. Okay. Ja. Ah, da kommt der Doc. Sehr gut. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Doch, doch. Das ist sehr gut. Dann können wir die Schmerzen komplett nehmen. Das ist nicht gut. Doch, doch, doch. Aber das sieht ganz nett aus. Sag ich doch. Den habe ich heute auch schon mal gesehen. Ah, wie bewegt man sich schon öfters? Ein wunderschön. Was haben wir? Servus. Hallo. Ja, hallo. Wagen so vorgefunden. Zwei Personen. Eigentlich bräuchte ich nur zur Schmerzanalgesie. Und wir haben einmal akutes Abdomen mit Abdominaltraumata. Alles klar.
Zugang müsste linker Arm schon liegen, soweit Kreislauf stabil, initial ansprechbar. Okay. Schmerzen wurden auf einer Skala bis 9 beschrieben. Jo. Entschuldigung. Das ist Shisha. Sei von mir einmal 04. Was ist denn mit dem RTW passiert? Profis, ui. So. Man sollte auch gleich wirken. Dann sollen die Schmerzen auch besser sein. Wird schon langsam besser. Ja, das muss ich nicht saufen. Alles klar, nee, perfekt. Das Leitstelle hat mich gerade noch angerufen. Fahr die auch in Einsatz mal vorher. Er hätte nicht mein. In Ruhe eine Sitzung kannst halten, wenn du dein das Bedürfnis hast, ohne dass alarmiert wirst. Mit menschlichen Bedürfnissen während des Dienstes abzuschalten, so hast du funktionieren. So kommt's mal auch vor. Weiß ich nicht. So. Wie sind die Schmerzen denn schon besser? Ja, das ist schon besser. Luft bekommen sie auch genug. Ist ein bisschen stechen immer noch. Okay. Alles klar. Ja, mal direkt mit Vakuummatratze und dann geht ab die Post. Nur der Patient oder haben wir noch einen? Noch einen hinten, der ist auch schon im Wagen mit technischer Rettung befreit worden. Okay, muss ich da noch hin oder? Am besten ja. Dann würde ich den hier schon mal mitnehmen. Jo, nimm den mal mit. Voranmeldung machst du selber. Mach ich selber oder du? Nee, machst du. Ich guck mir den anderen Patienten dann an. Alles klar, machen wir so. Wenn du dann Lust und Laune hast, kannst du mitfahren, wenn du Lust und Laune hast. Ja, sehr gerne. Welchen Wagen ist das dann gleich? Ja, wie gesagt, ja, sie fahren jetzt mit direktem Weg ins Krankenhaus. Sie sind ja soweit körperlich stabil. Und wie gesagt, du bleibst halt dann so lange in der ZNA, bis ich nachkomme und dann quatscht man das. Alles klar, dann würde ich sagen, treffen wir uns nach dem Einsatz einer Notaufnahme. Okay, alles klar. Der 51-83-3, einmal Krankenhausanmeldung für einen Patienten, männlich 35 Jahre, Zustand, Verkehrsunfall, einmal Polytrauma, sowie Abdominaltraumata, einmal Schockraumanmeldung, 7 Minuten Eintreffzeit. Ja, ihr fährt mit Luft, ja. Können wir jetzt, oder? Nur die Ruhe. Alles cool. Ihr RTW sieht nicht mehr so gesund aus. Sicher, dass ich da noch unten liege. Sie liegen gerade, der Wagen ist schräg, das ist alles. Okay. Solange es nur das ist. Wichtig ist, dass wir alle noch gesund sind. Das stimmt. Mir ist wichtig, dass es meinem Freund gut geht. Na, nicht wieder mal fahren lassen hier, ne? Wenn es dem gut geht, geht's mir auch so. Ah, das wird schon. Solange man es nicht amputieren muss, ist glaube ich wirklich alles in Ordnung. Ja, das ist super. Amputieren? Nee, das ist nicht so. Amputatieren. Ich habe einen Freund von mir, die mussten sein Geschlechtsteil amputieren und haben dann auszusehen, das war falsche Geschlechtsteil angebaut. Was? Ja, keine Ahnung. Wie kann man das falsche abnehmen und das richtige dran bauen oder andersrum, hä? Ja, andersrum. Die haben das richtig abgenommen, aber was falsch dran gebracht. Warum macht man es überhaupt dran, ist die Frage. Das ist es ja. Wenn es ab ist, ist es ab, fertig. Praktikant? Hilfe! Ja. Ich hoffe, der wird festgenommen. Ja, aber es frage ich mich auch. Das war noch in Amerika. Der sitzt schon im Gefängnis. Amerika. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, der wurde sogar in eine Todeszelle gebracht. Wenn Ah! Ah! Gott. Oi, oi, oi. Keine aber Reaktion. Ich bin mir nicht mehr sicher, ja. Uiuiui. Weißt du doch, dass ich zuletzt in Amerika. Tschüss, Busfahrer Jimmy. Hallöchen. Tütü. In so einer schönen Bar. Eine Bar in Ohio. Da war ich zuletzt in Amerika. Das weiß ich noch. Da habe ich so schöne Cocktails getrunken. Was für eine Spur, ich bin RTW, ich fahre dahin, wo ich will. Wo waren Sie zuletzt im Urlaub? Urlaub? Was für Urlaub? Ich fahre seit 7 Jahren am Stück Rettungsdienst durch. Früh, spät, Nacht, alles zack, zack. Mein Leben besteht vor allem aus Urlaub. Ah. Das ist aber mein Spannendes. Und wo kommt das Geld her? Das besprechen wir einfach hier nicht. Das hat hier nichts zu suchen. Ah, illegale Art, mhm. Ich importiere mir das aus anderen Staaten, sagen wir so. Okay? Können wir das so sagen?
Jetzt bin ich interessiert. Also ich hab vielleicht auf einem anderen Staat eine eigene Mafia. Mit großen Drogen. Ah ja, und dann können sie bis hier noch davon profitieren. Ja. Das ist gar nicht mehr so weit weg. Na, wo ist es denn? Berlin. Berlin, ach Gottchen. Ja. Guten Tag. Ja, hallo. Ah, die Notärztin. Ja, richtig. Na, sowas. Ach du weh. Schock. Ja, genau, oder? Schock. Ja. Wenn ich das Krankenhaus sehe, habe ich auch direkt einen Schock. Ja, ich auch gleich auch. So, aber wenn ich den RTW sehe, habe ich noch mehr einen Schock. Zur Verteidigung, ich war das nicht. Zur Verteidigung, ich dachte, meine Brille ist schief. Ja, ja Brille. Vielleicht sollten sie sich einen neuen holen oder fahren gleich mit dem Notarzt. Ja, mal gucken. Hier war ich auch noch nie. So, dann, ja, es ist immer das erste Mal. Ja. Dann dürfen sie gerne mal umsteigen. Oh, oh je. 1, 2 und 3. Da ist sie, ja. So, bekomme ich dann eine kleine Übergabe. So, wir haben auf jeden Fall mal einen Zustand Polytrauma-Verkehrsunfall. Mhm. Ja, laut Aussagen der Fahrer und Beifahrer mehrfach überschlagen. Ich glaube, ich lieg falsch rum. Ist jetzt das auch egal. Können wir gleich mal direkt den Bauch uns anschauen. Baucherortenaneurysma bzw. Abdomentraumata festgestellt. Okay. Initial ansprechbar gewesen, Kreislauf stabil, jedoch Schmerzen bei einer 9. Notarzt hat einmal analgesiert, allerdings, ja, noch nicht ganz. Entschuldigung. Wurde ihm noch was gegeben? Meines Wissens soweit nicht. Mhm. Das müsste alles gewesen sein. Okay. Moin. Ja, Moin. Alles klar, dann habe ich so verstanden. Ich bitte Sie nur freundlich, Ihren RTW nicht zu benutzen, weil ich gleich nicht noch einen Patienten haben will. Das reicht schon. Ah, alles gut. Ja, das sieht nicht nach alles gut aus. Das ist schief funktioniert, das Teil. Ja, also, ich hätte sowieso mal mit dem Kollegen dann mal fahren. So wie bitte? Mein Auto sieht jetzt auch ungefähr so aus. Nur schlimmer. Ich weiß nicht, ob es schlimmer als das Auto geht. Weil das weiß ich wirklich nicht. Naja. Sag niemals nie. Das stimmt. Okay, ich frage einfach nicht. Das hat sich anscheinend hier viel geändert. Was ja, dann übernehme ich hier Wochen praktisch. Alles klärchen. Dann, ich wünsche dem Patienten gute Besserung. Danke. Ihnen auch. Nicht so viel Shisha rauchen, das macht die Lunge dreckig. Alles gut. Ja. Die Tage nehmen Sie mit, oder? Perfekt. Alles gut. Und die andere kümmere ich mich. Sehr schön. Dann, ruhige Schicht. Ich bräuchte noch einen Papi oder jemanden. Also Wolf, eins muss man dir lassen. Einzelne Übergabe. Ja. Nur das eine kann man mir lassen, das andere nicht. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, der fasst ihn nun nicht, aber Hallo? Ja. Ich komme von A nach B und das sogar bevor Polizeirettungsdienst alle anderen da sind, also. Ja, aber mit kaputten Patienten und kaputtem Auto, also. Der zur Verteidigung der Patient war vorher schon kaputt, kann ich ja nichts für. Ah, gut. Also wirklich. Ja, dann kannst du den noch weiter kaputt machen. Aber kleiner Tipp, du schreist gerade die ganze Zeit. Dann ändern wir das mal wieder. Gut. Okay, dann dir noch eine ruhige Schicht. Ja, dir auch. Jo, tschö. Ja, ich habe ein lautes Organ, hab ich mir schon mal früher gesagt. sonst hört mal wieder keiner. Kaspar, das kannst du annehmen mit der Nummer, da wirst du gut wach. Für dich zur Info, Patient nach Voranmeldung. Hat von mir bekommen. Ach, guck mal, da ist direkt der nächste. Zweimal super nach Reanimation. Und einmal schocken. Ja. Spürt beide keinen Trauma. So, dann warten wir hier unseren Notarztkollegen. Den parken wir einfach so weit hinten. Dass das gar nicht mehr auffällt. Hihi.
Dann sagen wir einfach, der gehört hier so hin und dann passt das. Hallo. Hallo. Na? Wie steht's? Wer ruft denn jetzt schon wieder an? Moment. Ich hab grüß dich, Ritter Leutschenauer, Stubestadt 6. Ja, das ist so richtig. Warum? Weil ich gleich als Notarztfahrer eingesetzt werde und nicht deswegen noch gleichzeitig auf dem RDW fahren kann. So, ja gut, dann wisst ihr Bescheid. Klar, bis später. Jo, bis dann, tschö. So. Ei, ei, ei. Wie bei der Gestapo hier. Ja. So. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Na, für Sie doch immer. Bei meinem Alkohol-Intox. 51-83-4 mit Krankenhausvoranmeldung. Notarztbegleiter. Oha. Ist die Frage, wen wir hier begleiten, ne? Oh, da werden wir ich dir wen, ist die Frage. Neurologisches Defizit am linken Arm, zu weit bei Bewusstsein. Keine andere. Wie geht's dem Kater? Hat er schon Haare und Beine bekommen? Ja. Welche Kategorie? Kategorie Gelb, Anzahl 3 Minuten. Jan, gehst du schon wieder? Ja, du bist doch gerade erst gekommen. Servus. Servus. Also, ich wäre soweit ready. Jo. Fahren wir. Hätte ich gesagt, fahren wir ans Ding. Was für einen Wagen haben wir denn da? Also, ja, ich bin auf dem Diako gerade angemeldet. 53281. Aber an dem wirst du nicht hinkommen, oder? Ah, komme ich im Funk gerade so nicht rein. Sonst, ich guck mal, 51-81-1, ob der ist zum Beispiel leer. Warte, das ist der NRW, Moment. Moment lassen. Du bist jetzt im Diako angemeldet. Ja, genau. Ja, dann setz ich. Ich 53-82-1 ist in Nähe. Bei uns. Ja. 50 ist alles reduziert. 82,1. Ja, dann nehmen wir das doch, oder? 53,82,1 ist STF. Ja. Ja, bei mir steht 51,82,1. Oh. Was? Hallo. Was ist dein Fall? Ach, Leute. Ich habe gerade mal auf die Schnelle Puls gefühlt. 6 Schläge pro Minute. Erster Reanimationszyklus. Ey, was ist denn mit ihm passiert? Du sagst, wenn ich weiterfahren soll, wenn ich weiter reanimieren soll. Ja, sag mal, weitermachen. Jo, erste Reanimationszyklus ist durch, ich drück weiter. Ja. Kopf verletzt, Brustkorb, rechtes Bein. Ja. Ich klemm mal das EKG hin, wie heißt denn der Patient überhaupt? Der ist ein bisschen gegraut. So, okay. Ah, ich klemm mal das EKG hin. Ja, da kann schon mal. Jungs, einer geht mal ins Krankenhaus und kann dir mal eine Trage besorgen. Naja, ich versuch. Quetschverletzung, wird er das nicht bekommen. Zyklus ist durch, ich drück weiter. Okay, ja. Ei, ei, ei. Kriegt von mir einmal super. Ah, ich kümmere mich ums kritische X am Kopf. Jo. Scheint wohl stark zu bluten. Quetschverletzung auch da. Puls bei 0. Mittlerweile bei 0, okay. Herz steigt er auf 16. Jo, 11, 23, 16. Bitte rede mal zu, Zyklus ist durch. Ah, hallo? Okay. Ja. Er hat Tachykardie. 270, 180. Ich glaube, mein Herz schlägt etwas zu schnell. Ja. Da glauben sie richtig. Ja. Bloß bisschen. Ey, und ich, Idiot, sag auch noch keinen Autounfall bauen. Ah. Das ist jetzt Pech. Super, jetzt habe ich noch einen Einsatz bekommen. Super. Ja. Urologischer Notfall. Oh. Urologisch. Ja, die sollen gleich ein NEF mit alarmieren. Die haben mich als NEF alarmiert. Das war bestimmt ein männlicher Disponent. Ja. 51,82. Ja, also ich glaube, man sollte. 51,82,1 hört. Ja, für euch zur Info, da soll wohl jemand also bei ich der glaube, man sollte echt mal vermutlich starke Schmerzen ja. beim Toilettengang haben. So wurde es mir mitgeteilt, RDW und NEF sollte alarmiert werden. Ja, hat das NEF verstanden.
ich muss ja jetzt gegen Dings was geben. Gegen was? Was mal. Gott im Himmel. Jetzt hoffe ich nicht, dass mal zu weit runterfällt. NEF, nicht wegfahren! Wir haben es eilig. Urologischer Notfall. Nein, nicht kaputt machen. Oh Gott. Madre Santa. Ja, urologisch. Ich, keine Ahnung, verfragst du mich das? Urologischer Notfall dann mit dem NEF, ey. Das ist... Herr Wolf, ihr Neff rollt. Ja. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir zwei Neffs. Egal, ich muss jetzt kurz zum Einsatz, dann bin ich danach wieder da. Jo. Guck mal, was dem Hippie-Mann da machen können, ne? An der Polizeiwache auch noch. Amputieren, ja. Egal was ist, Finger eingeklemmt, am Blatt Papier geschnitten, amputieren. Also ich glaube, wenn ich Notarzt wäre, dann würde ich wirklich sagen, stets streich ab, blutet stark. Ansonsten können wir wieder fahren. Oh oh, Standbild. Nein! Oh Gott. Gott im Himmel. Was sagt die Hausärztin? Der freut sich über die Rechnung. Danke für die Rechnung. Köln mal nicht retten. Ich frag mich, warum bei der Polizei ausgerechnet ein urologischer Notfall sein soll. Aber gut. Ja, 8382, mit der Lagemeldung, Patient, keine Ahnung, männlich, hat Schmerzen beim Toilettengang, kein NEF benötigt. Echt jetzt? 51281, haben Sie mitgehört? Ja, 51281 befindet sich 100 Meter vom Ziel, aber hat verstanden. Klar, Status 1. Ich wollte doch schon sagen. Das ist kein Einsatz für den NEF. Aber gut. Schniepel. Genau, wenn der Schniepel abschießt, der kriegt 100 Punkte. Egal, wir waren mal wieder ganz fix unterwegs. So. Lümmel leiern weg mit den Eiern. Was? Ah, guck mal. Wunderschön mit NEF hier zum ersten Einsatz alarmiert. Zum Glück nur urologischen Einsatz. Den kann man recht schnell wieder abarbeiten. Wenn es jetzt was Schwieriges gewesen wäre, dann natürlich hätte man da handeln müssen als Notarzt, ne? Ist mir mal wieder gewöhnt. Willst du mal auf den Helikopter? Ja klar, Itzi. Warum nicht? Liebend gerne. Ist denn gerade einer da, ist die Frage. Ja, ja. Hupt nicht so viel rum. So, wir können den Waypoint mal wieder uns entfernen. Was hat der wohl auf der Toilette gemacht? Ja, man weiß es nicht. Ey, wenn ihr wüsstet, was ich im Krankenhaus als auch schon
im Rettungsdienst tatsächlich gesehen habe. Also das könnt ihr euch bei bestem Willen nicht vorstellen. Also wirklich ohne Scheiß, ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber wenn an den normalen Öffnungen etwas drin ist, was normalerweise nicht reingehört und das eine Größe von einer Bowlingkugel hat, naja, vertiefen wir das Thema nicht weiter. Könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert. Hallöchen Finn, Themenwechsel, wie war das Wetter heute? Regnerisch. NEF ist aufgetankt, das ist gut, gegessen habe ich auch, sehr gut. Pizza gab es übrigens. Hier knallt irgendwer durch. Leitender Notarzt, mhm. Kugelschreiber. Da drin? Alter. Hilfe. Also es gibt tatsächlich in Afrika einen sogenannten Penisfisch, der in Süßwassergebieten, so Sumpf und Seen, reinkommt. Und da ist auf jeden Fall nicht so geil. Sturz 10 Meter. Oha. 10 Meter Polytrauma, okay. Der kriegt direkt mal Traumatasche. Da fahren wir mal gucken. Hä, steht da was schräg ab? Dann gucken wir mal. Klobürste, auch nicht schlecht. 51, 83, 4 und 51, 82, 1 Ledger Nord. 51, 83, 4 hört, kommen. 82, 1 hört. Verfolgte Info, das ist jetzt irgendwie auf dem Berg, hat mir noch der Anrufer mitgeteilt. Die BF kommt jetzt auch nochmal zur Unterstützung, vielleicht Tragehilfe oder sonstigen unterstützen. Die Person soll jetzt anscheinend wieder ansprechbar sein, genau ist da jetzt noch nicht klar. Ja, das hat der 51-83-4 so mit. Frage, hat der 51-82-1 das auch so mit? 82-1 ebenfalls. Alles klar. Ei, 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 Sturz aus 10 Metern Höhe. Ja, gib doch Gas, sagt der eine. Hm, genau. Hab zu wenig Gas wohl gegeben. Ah, schöne Gegend. Wir sind mal wieder hier im Reichenviertel unterwegs. Hallo. Guten Tag. Wir müssen jetzt laufen. Gar nicht gut. Sich auf den Berg da hinten. Okay. Da müssen sie mitkommen. Wir müssen über den Hügel laufen. Also das wird nichts, wenn wir da reinfahren bei uns. Alles klar. Laufen, sagt er. Laufen. Die Feuerwehr auch schon gleich nachalarmiert oder nachalarmiert? Ja, die Feuerwehr kommt auch noch. Die können sie auch mal kurz einweisen. Ja, ich zeige Ihnen kurz, wo der ist. Ah, der Herr Kaiser kommt, sehr gut. Kompetente. Alle kompetent hier. Ziehen Sie sich am besten Helm auf. Könnte gefährlich werden.
Zieht euch am besten Helm auf, Jungs. Das könnt ihr wohl, wo ist denn der? Oh, alles gut. Könnte gefährlich werden. Ist gefährlich. Könnte gefährlich werden. Ich hol's nochmal. Straße, nur gucken, ist nichts gut. Hier runter ist er. Bitte? Ob sie neuer Notarzt sind. Ja, der, ich musste eigentlich kurz einspringen, aber. Hätte von einem einer zum nächsten alarmiert, das ist furchtbar. Ja, kann ich mir vorstellen. Schwieriges Terrain haben wir ja auch noch. Wo haben wir denn hier den Pflegefall? Hier 82 Vormeldung fürs Diago Krankenhaus. Patient männlich mittleren Alters. Müsste auch zum Gastroenterologen. Hier vorne. Mit seinem Darmausgang und ist sehr unzuverlässig mit seinem Ausgang. Der Eingang wird als Ausgang genutzt und der Ausgang als Eingang. Was? Frage Eintreffzeit, Kategorie und Methode. Ja, Kategorie Grün, Eintreffzeit 3 Minuten mit Susi. Hallo, guten Tag, was passiert? Ja, der Herr ist von dort oben runtergesprungen oder gefallen. Runterfallen. Runtergefallen? Ja, runtergefallen. Wie, ich bin da runtergefallen. Ich wollte schon einen Pool bauen. Okay. Ja. Der Aufprall muss ziemlich stark sein, weil ich sehe nur die Beine rausgucken. Ist der Rest hier unten. Ist auch der Meinung, wir haben das Jahr 1926, sind am Dienstag und ja. Ah, Dienstag passt ja schon mal soweit. So, und dann einmal direkt EKG kleben und Bodycheck machen. Ja, ich klebe mal ein EKG und dann der Pflege und Bodycheck gleich machen. Wie können Sie eigentlich noch bei. Ich hinterfrage einfach nicht. So, der Herr, können Sie sich an alles erinnern, was passiert ist? Keine Ahnung, ich wollte hier unten einen Pool bauen. Und dann bin ich ausgerutscht. Okay, tut Ihnen der Kopf weh, wenn ich da rumdrücke? Ja. Ganz vorsichtig? Ja. Okay, Brustkorb und Schultern? Ich habe überall Schmerzen. Überall Schmerzen, alles klar. Dann lege ich Ihnen einmal einen Zugang im rechten Arm, da gibt es immer direkt Schmerzmedikation. Kann sich mal einer um die offenen Wunden kümmern, bitte? Jo, mach ich. So. Dann gibt's schon mal direkt einen Stiffneck und einmal direkt Vakuummatratze. Das sieht mal auf jeden Fall nach einem Polytrauma aus. Müssen wir auf jeden Fall direkt ins Krankenhaus. 1926, sagten sie. Ja, 1926, Dienstag um 13 Uhr mittags. Okay. Der Herr hat am linken Arm eine größere Wunde. Ich glaube, die müssen. Ja, wir müssen jetzt erstmal auf die Feuerwehr warten, weil ich habe hier keine Schaufeltrage in RTW. Ja, wir brauchen auf jeden Fall auch noch Manpower, den können wir so nicht hier fachgerecht rausholen. Aber Stiffneck und Beckenschläge können wir schon mal machen. Dann gebe ich einmal 0,5 Ketanest zur Schmerzanalgesie. Nee, nix 1 Liter Propofol, das können wir nicht machen. Der kriegt ACS. Nein, kriegt er auch nicht. Warte mal, können Sie mal irgendwie Ihre Heller-Mache-Ding da wegmachen? Das ist ziemlich hell. Läuft nur für die Kollegen aus, also. Ja, wir müssen auch schon was sehen, so ist nicht. Wird ja langsam dunkel hier. Sie machen Sachen. So, ich glaube, da hinten kommen die Kollegen schon. Hat hier auch gerade irgendjemanden?
Bitte? Sind Sie eigentlich hier runtergestürzt? Aus Absicht oder aus... Ja, weil Sie ausgerutscht sind, unversehen oder... Ich bin nirgendwo runtergestürzt. Bin ausgerutscht. Ausgerutscht, okay. Waren vor dem Sturz schwindelig? Können Sie sich daran vielleicht noch erinnern, ganz grob? Ja, schon. Ich glaube, ich habe irgendwie zu wenig getrunken. Der kriegt einen leicht hohen Ding, Puls. ...151 zu 102. Ja, wir nehmen mal das Turning Key ab. 160 zu 107. Wird immer höher. Dann ich desinfiziere die Wunde einmal am Arm und mache den provisorisch mal safe. Ja, scheint sich jetzt zu halten wegen der Wunde. Weil jetzt wird uns mehr Blut rauskommen, das heißt, Herz muss mehr schlagen, den Puls erhöhen, weil wir sonst einen hypovolemischen Schock hätten, das möchten wir nicht. So, wo bleibt denn die Feuerwehr? Die steht da vorne. Genießen die Aussicht. Alles klar, dann würde ich einmal kurz den Kollegen entgegenkommen. Sagt ihnen, was sie Zeug mitbringen sollen. Am besten kommt einer der Kollegen mit der Trage. Dann. Ich verstehe hier gerade irgendwelche Leute. Ich weiß nicht, was das jetzt gerade ist. Irgendwie höre ich ganz viele Stimmen gerade. Ganz viele Stimmen? Ja. Okay. Dem geht's irgendwie nicht so gut. Den sollten sie mitnehmen. Ja, den Kollegen nehmen wir mit. Oder man noch bei Bewusstsein sein können, aber ist okay. Irgendwie? Dann guck ich mal noch kurz an der Feuerwehr. Ja, Höhenrettung müssen wir alles mal gucken. Und warte mal, ist nicht hier einfacher? Ah, hier sind die Kollegen. Ah, hier kommt man tatsächlich hoch, okay. Ah, Moin. Servus. Hier vorne scheint wohl besser zu gehen. Ja, Patient, Polytrauma, bei Bewusstsein überraschend. Ja, alles rot. Crashrettung. Ja, weiß nicht. Mal gucken, wie wir den da hochkriegen. Ja, ich habe jetzt gerade den Weg hier vorne genommen. Den können wir nutzen, aber für den Patienten war recht schwierig. Ich schlage da links den Berg hoch. Wir haben hier einen Höhenretter dabei, der guckt sich das gerade an. Okay. 51, 382. Naja, 1583-2, Patient aus Jako abgegeben, sind wir frei auf Jako, wir sind aus Shot of 6, da ich den RTW reinigen muss. Ja. Ah, die Eule ist am Start, Hallöchen. Ja, hat Halluzinationen, ich glaube ich auch. Ja, eine gerade Fläche wäre nicht schlecht. Ah, hier, ja, das sieht gut aus. Ja, hier würden wir ihn hochholen. Da alles klar. Da hinten einen Ankerpunkt setzen, dann müssen wir gucken, wie wir, ob wir mit der Schläfkorbtrage Vakuummatratze hochbringen können. Oder was meinst du? Jo. Ja, der muss komplett immobilisiert werden, das ist so ja, nicht denn, anders möglich. Peter, ich weiß nicht, was sagst du? GWL und weitere Taler, oder? Wir brauchen auf jeden Fall den GWL, ja. Ja, Manpower sollte ausreichen, ja, GWL. Ja. Solange. GW Manpower. Ja. Ist da unten dann das Personal ausreichend, weil die stehen da nur zu zweit? Ja, das ist soweit ausreichend. Patient ist überraschend noch ansprechbar. 50-48-1 mit Lagemeldung. Ja, ich wundere mich auch tatsächlich. Muss mit jetzt Höhenrettung gerettet werden. Das heißt, zum wir Patienten. Bräuchten den GW Logistik. Wir müssten sehen, dass wir den besetzen. Überlebe ich das hier runter? Also ich würde jetzt ungern hier auch runter und dann, okay, das geht noch. Das sah höher aus, als es ist. Ich hätte wieder Höhenangst. Okay. Dann mal langsam hier runter, ohne dass wir uns umbringen.
Oi, 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 ouch. Aua. Ziemlich schräg hier unten, aua. Ei, ei, ei. So, Feuerwehr ist oben, guckt nach dem Ankerpunkt für die Höhenrettung. Wie geht's den Patienten? Ja, soweit gut. Soweit gut, tatsächlich. Also, er ist ansprechbar von der Hinsicht, also. Eine Verletzung eher nicht, aber ja. Ansprechbarkeit ist schon in Ordnung. Also bei den 10 Metern kannst du wirklich von Glück reden, dass er noch redet. Ich wundere mich tatsächlich auch, wie das funktioniert, aber. Also Wunder geschehen. Ah, vielleicht. Ich weiß nicht, Rettungshelikopter, wenn einer verfügbar wäre. Das hat keiner besetzt. Ja, dann wird's Zeit. Und ich weiß so gerade nicht, ob das Personal dafür da ist, um den überhaupt zu dürfen. Was klingeln wir wach? Was nicht ist, kann ja noch werden. Und zudem ist das ja gerade noch das ganze Konzept. Was? Was heißt die Alarmierung? Entschuldige, 51-82-1. Ja, der 51-82-1, weitere Lagemeldung. Sturz 10 Meter bestätigt, Patient überraschend ansprechbar, Polytrauma bestätigt. Feuerwehrbereitsort mit Höhenrettung begonnen. Rückfrage, ob ein Rettungshelikopter verfügbar wäre. Das wäre für den Transport für den Patienten deutlich angenehmer und schneller. Ja, nee, ist nicht verfügbar. Dann fragen Sie mal nach, ob man den verfügbar machen könnte, weil das Gebiet hier ziemlich uneben ist. Ja, ich halte mal ruhig vor. 82-1 ja, Ende. Leitstelle, melden Sie sich mal bitte bei mir über Draht. Das haben wir ausgetrunken schon. Okay. Gar nicht. Sunny Luna. Wie geht's von den Schmerzen her? Wird das besser, wird's schlechter? Schlimmer. Wird schlimmer? Okay. Ja. Dann gibt's nochmal ein bisschen Propofol, dann wird das auf jeden Fall ein bisschen entspannter. Gesundheit, was für ein Zeug? Aber was, sie wollen Propofol geben damit? Ah, der Blutdruck scheint sich jetzt auch ein bisschen zu normalisieren. 113, 112, 75. Okay. Am Kopf sagten sie, tut es auch weh. Boah, es tut überall weh. Tut überall weh. 51, 82, 1, Leitstelle 9. Ich wusste gar nicht, dass am Ausrutschen hier, dass man hier aus, wenn man hier ausrutscht, dass das so wehtun kann. Ja, Moment. 51, 82, 1, hört. Ja, für euch zur Info, RTH wird besetzt und alarmiert. Ja, das verstanden. So, ich habe eine gute Nachricht und jetzt kommt doch ein Rettungshelikopter. Okay. Mhm. Ich denke mal, mit Höhenrettung auf der Fläche wird das schwierig. Dann können wir ihn hier vorne landen lassen auf der Rasenfläche und direkt hier mitnehmen. Das ist, glaube ich, einfacher. Jo. Wie lange brauchen der ungefähr? Das konnte man die Leitstelle leider nicht sagen. Er wird auf jeden Fall besetzt und ist auf jeden Fall ein paar Minuten da. Ich schätze mal so 7, 8, 9 Minuten. Ist Ihr Blickfeld noch soweit in Ordnung oder ist mit den Augen auch etwas nicht in Ordnung? Das tut weh an den Augen. Aber das Sichtfeld ist soweit normal, also nicht doppelt, dreifach oder rot oder anderes Farbmuster? Ich sehe hier drei Leute und einer davon ist gelb. Okay, dann das so in Ordnung ist. Ah, das muss soweit richtig sein. Okay, ich taste mal kurz den Kopf ab. Scheint wohl auf jeden Fall auch ein Schädel-Hirntrauma vorzuliegen. Ah, ich sehe sogar schon einen Bruch des Schädelbasisknochens. So eine Treppe drin, auch nicht gut. Müssen wir gleich schnell ins Krankenhaus bringen. Nicht erschrecken, ich verbinde das einmal, dann können Sie jetzt gleich mit einem Auge nicht mehr so viel sehen. Was ist denn verbinden?
verbinden ist, wenn man mit einer Kompresse das Sichtfeld einschränkt, beziehungsweise allgemein. Was machen Sie da an meinem Kopf gerade? Können Sie damit mal aufhören, mir da irgendwas rumzuwickeln? Nee, da kann ich nicht aufhören, leider. Aber sonst, also ich kann es aufhören, aber dann sterben Sie und das möchten Sie, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Deswegen lassen Sie uns gerne in Ruhe arbeiten und dann können wir Ihnen auch effektiv und bestmöglich helfen. Was kommt denn da für eine Kutsche oder was? Wann ist denn mal die Kutsche da, die mich hier wegbringt? Das war Europa 5. Ja, wir sind jetzt einsatzbereit ab Wache. Sie können uns alarmieren. Bitte mich und den Diego Christoph alarmieren. Wir sind auf demselben Hubschrauber. Bitte, dass beide Christophs rausschicken. Ich sehe nur den Christoph, Europa 5 bis jetzt. Ja, verstanden. Patient am Meckern. Ja, der will wohl, der liegt's drauf an. Ei, ei, ei. Aber das dann wirklich ansprechbar ist, ey, das ist krass. Nicht getroffen, Gott sei Dank. Ja, bloß nicht für Unfug machen. Und umfallen. Ach, war schon. Bin hier gerade wieder runtergekommen, ausgerutscht leider und auch hier halben Berg runtergekugelt. Ah, unangenehm. Ja, zum Glück hatte ich einen Helm auf, sonst sah es auch wieder anders aus. Könnte ich mich neben Patienten legen. Wo ist denn der Herr Sense? Wo ist denn der? Nicht da. Der Herr Sense ist da. Der wollte mir helfen. Wir werden ihm helfen. ELB. Ein HLF, der BF. Nie eine DLK. Ob eine DLK uns hier hilft? Was sind das da liegen für hochmoderne Kutschen? Wo sind denn die Pferde? Hier sind keine Pferde. Gibt's schon lange nicht mehr. So, ich hab noch welche. Die benutze ich auch für meine Kutsche. Was fällt dir eigentlich ein, dem das Leben zu retten? Wo steht ihre ja, weiß ich auch nicht. Das ist so mein Job, dafür werde ich bezahlt. Das ist ganz komisch. Stall bei den Pferden. Wo ist ihr Stall? Mein Stall, der ist im Norden irgendwo. Kann ich ihn auch nicht sagen. Also, wie der Ort heißt, wo er steht? Pferdestall? Nee, welcher Ort? Also, welcher Stadt? Das ist eine ganz gute Frage. Keine Ahnung. Weiß nicht, da gibt's ob ich mir sowas merke. Ich weiß, wie es aussieht, das muss doch reichen. Also, nee, was ist. Wie soll das Name haben? Ah, der Rettungshelikopter ist da. Scheiße, was ist das? Hilfe. Das sind die modernen Pferde, die wir haben. Boah, er seilt sich ab! Oh, mein Gott! Und wo sind die Pferde? Holy shit! Servus! Hallo! Was ist denn passiert? Sturz von der Plattform dort oben, Patient ansprechbar, Kreislauf stabil, komplett Polytrauma, alles rot. SHT2 bestätigt, Schädelbasisknochen guckt raus, Liquoraustritt. Zugang rechtzeitig gelegt, zweimal 0,5 Ketanest gegeben. Auf Schmerzreiz voll ansprechbar und bereits voll immobilisiert. Ist jetzt nur die Frage des Abtransports, da hier sehr schwieriges Gelände ist. Mit der Trage, wenn ich hinkomme. Können die von da oben nicht, da wo die Kollegen der Feuerwehr stehen, so Gerüst aufbauen und dann mit der Seilwinde da hoch? Ja, sind die Kollegen dran, aber irgendwie... Irgendwie kriegen die das nicht hin. Genau. Oh. Weil das wäre eigentlich die beste Möglichkeit. Einen wundervollen herzlichen guten Tag. Hallöchen. Guten Tag. Herr Kaiser, sind Sie verletzt? Nee. Okay. Der macht nur Pause.
Gut, ich würde sagen, wir nehmen ihn dann mit dem Hubschrauber mit. Ja, der Herr liegt jetzt schon, weiß nicht, 10, 20 Minuten hier und mit einer Seilrettung wird es auf jeden Fall schwierig. Da würde ich direkt sagen, Heli, treat and go, direkt liegend. Ja, würde ich auch behaupten. Damit wir das so schnell wie möglich machen und dann hier nicht noch 8-mal umlagern müssen. Exakt. Nicht, dass wir noch die Wirbelsäule schon beschädigen. Genau. Wäre ungünstig. Dann will ich die Schleifkopftrage einmal holen, dass wir den dann dementsprechend umlagern können. Ja. Jupp. Alle machen Pause. Nee, von wegen. Wir arbeiten hier an der Möglichkeit des Abtransports. Wenn's sonst nichts ist. Seid ihr bereit zum Umlagern? Ja, bereit, wenn du es bist. Jo. 3, 2, 1. Okay. Neumann von Becker direkt. So funktioniert das nicht. Kann das mal einer von euch probieren, slash Basket. Ich kann das irgendwie nicht. Ich darf das nicht. Das ist scheinbar sehr illegal. Na? Ja, da steht was, aber das ist jetzt. Ja, nicht. Ja, genau, genau. Okay, gut. Wir haben alle dasselbe Problem. Ja, dann müssen wir ihn zum Hubschrauber tragen. Okay. Okay, gut. Dann tragen wir ihn zum Hubschrauber auf 3, ja? 1, 2 und 3. So, dann einmal rein. Gut, dann sind wir abflugbereit. Möchte jemand noch jemand begleiten? Gut. Nö, das können Sie gerne übernehmen. Ja, wir ziehen uns zurück. Da übergeben wir doch gerne den luftgebundenen Notarzt, den Patienten. So. Ich drehe mich um, alle weg. Was denn? Was? Da sind sie weg vom Fenster. So schnell dreht man sich um und alle sind weg. Banausen. Ja, das nenne ich mal krasse Rettung und Einsatz. Warum ist hier Absperrung? Ei, ei, ei. Hier ist ja alles zugesperrt, was ist das? Ei, 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 hier schon wieder! Mann, ist richtig hier. Sportpaket für Notarzt. So, bloß nicht hinfallen. Naja, die Treppe habe ich heute auch einen komischen Einsatz gehabt. Danke, gleichfalls. Ciao. Ich wollte Bescheid sagen, dass wir jetzt im Krankenhaus eingetroffen sind. Irgendwann muss mir noch mal einer erklären, wie es sein kann, dass wir jeden Tag eine Karre in Arsch kriegen. Irgendwann rast sich, irgendwann schmeißen sie alle raus. Naja, gut. Dann fahr nur noch ich, weil komischerweise. Kann mir auch keiner erklären, dass das. So. Ich hab's noch nie geschafft, bis auf diesen dämlichen Sprinter mit Motorschaden, ein Auto in den Arsch. Mirko, sie ist positiv. Das RKISH macht 3 am Tag teilweise kaputt. Das RKISH fährt dann nur noch weiter. Warum fehlt hier ein. Hä? Hier fehlt ja was. 84 mit Ausstellungsanlagemeldung vor Ort. Patient an Christoph Europa 5 übergeben. RTW sowie alle Einsatzvermittlungen ein. Moment. Kannst du wieder keinem erzählen, ja. Und ich war's noch nicht mal. Guck mal, ich. Oh. Ah, weißt du was? Wir gehen mal direkt Status 6. Das ist, glaube ich, besser wieder. Guck mal, jetzt sind die ganzen Medikamente wieder in der frischen Luft. Kannst du wieder keinem erzählen.
Maha! Alter. Das nenne ich mal wieder interessanten Einsatz. Aber hey, Patient hat überlebt, auch wenn er jetzt, ja, Kategorie blau, schwarz, lila ist. Ich würde sagen, wir haben unseren Job eigentlich ganz gut gemacht. Schnelle, effektive Hilfe vor Ort. Na gut, beim Abtransport würde ich sagen, müsste man direkt nochmal ein bisschen dran arbeiten. Aber, naja. Heute ist Tag der offenen Tür. Ja, genau, tatsächlich schon. Die Tag der offenen Tür haben wir bei fast jedem Fahrzeugen. Ich weiß auch nicht, wie wir das immer hinkriegen, aber es war nicht meine Schuld diesmal. Das will ich mal an der Stelle mal betont haben. Wir waren es diesmal nicht. War schon so. So. Wir fahren mal zurück zur Wache. Ich würde sagen, jetzt ist es auch egal, ob wir den Schrott fahren oder nicht. Der ist nämlich schon im Eimer. Was heißt hier falsch geparkt? Habe ich nicht. Servus, alles in Ordnung bei euch? Ja, ja, alles gut. Okay. Bei dem da vorne würde ich auch mal sagen, fragen wir mal lieber nicht. Morgen dringend die Polizei im Krankenhaus. Hier ist scheinbar ein ausgebüxter Psychopath. Der hat gerade hier Pfleger zusammengeschlagen. Oh. Der ist schwer verletzt, wir brauchen hier dringend die Polizei. Das kannst du wieder keinem erzählen. Ja, vor den Christoph, Pohl war gerade an der Kiewach, habe ich jetzt zum Diako geschickt. Von einem Einsatz direkt zum nächsten, wie man es kennt. Schlägerei, Schießerei, alles hatten wir heute. So. Ja, blitz mich ruhig mit 9 km/h zu schnell. Mein Gott. So. Ah, ich glaube, Krankenhaus müssen wir jetzt nicht nochmal fahren. Richtig, mit direkt. Wobei, warte mal. Alter, warum muss ich in meinen letzten 30 Sekunden vorher umdrehen? Ey, ei, ei, ei. So. Und zwar. TK, Hallöchen. Verkehrssünder, was heißt Verkehrssünder? Von wegen. Ich bin so schnell für die Blitzer, dass sie mich gar nicht blitzen können. Ganz einfach. So. Ja, die Würstchenbude. Das, da wollte ich hin. Ja, genau. Das ist nicht knapp. Das ist alles berechnet. So sieht's nämlich aus, Leute. So sieht's nämlich aus. Alles berechnet. So. Wir zwirbeln uns noch am Ende der krassen Schicht. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Genau, Zigaretten haben wir hier drin und die zünden wir uns jetzt auch erstmal an. Es hat mal wieder eine unfassbar Menge Spaß bereitet. Ich hoffe euch auch. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich lieben, gerne über ein Abo und den Daumen nach oben freuen, falls noch nicht getan. Schaut gerne bei meinem Feuer und Flamme Projekt auf meinem Server vorbei. Allgemein Social Media Links kennt ihr bereits, muss ich nicht mehr viel zu sagen. Es hat mal wieder viel Spaß gemacht. Ja, ja, quatsch mal nicht ins Telefon rein. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht auch im Helikopter ist sie. Mal sehen. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Dann sag ich danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Staying up till day. Modesty's left all in at rest.
but I'm alright.